Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Der Silver ist dabei. Der Silver, bevor ich jetzt gleich irgendwas Sinnloses erzähle, also das, was ich immer mache, ihr wisst schon. Der Silver kennt das Ding auswendig. Ich habe aber von anderen Leuten schon Tipps gekriegt. Ich erzähle dir gleich was, wenn ich gleich anfange. Die haben nämlich gesagt, das kann man relativ beschleunigen, diese Detektivnummer an diesem Tag. Mal gucken, ob du gleich sagst, die haben alle an der Birne oder ob das irgendwie sinnvoll ist. Aber das gehen wir los. So, bevor ich folge, schon mal, ne, wenn ihr wollt, abonnieren, kommentieren, bewerten, seid live dabei. Es werden alle Leute im Chat bestätigen. Live ist der Venom einfach nochmal dreimal schlechter. Und das kann man sich doch nicht gehen lassen. So, jetzt fange ich an. Und mal gucken, ob heute die Stimme hält. Und wenn die Stimme dann hält, dann kann ich euch noch mehr auf den Sack gehen. So, ich habe, das weiß der Silver nicht, seitdem er hat es nachgeguckt. Ich bin auch durch ein paar Orte gegangen und habe mit ein paar Leuten gequatscht. Da ist aber nicht viel bei rumgekommen. So, und mein Hinweis war von den Leuten, ich habe das hier tatsächlich auf dem Zettel stehen, ganz professionell. Manchmal benutze ich ja tatsächlich auch einen Editor, aber ich habe tatsächlich jetzt gerade einen Zettel. Falls ihr mal hören wollt, ASMR, Zettel. So, ich soll nochmal in den Mülleimer gucken. Am Kitaki-Anwesen. Dann mache ich das doch. Wenn der Silver gleich mir völlig ins Gesicht springt, weiß ich das so nicht. So. Dieser Mülleimer. Da haben wir den Spiegel gefunden. Genau. Denkt doch mal nach. War da nicht noch was anderes drin? Richtig. Das wollte ich beim letzten Mal mitnehmen. Ach, das war der Gag. Ich durfte ja nicht nochmal mitnehmen. Fast ganz am Boden. Guck mal, die Farbe da. Das bedeutet, die sind nach dem Unfall hier gelandet. Vielleicht hängt das zusammen. Nehmen wir sie mit. Was steht da? Pantoffeln für Patienten der Meraktis-Klinik. In der Nähe des Kitaki-Anwesens gefunden. Steht da irgendwas drauf auf den Pantoffeln? Warte mal. Ich will mal auch vor Gerichtsakt tun. Ich will mir die mal näher angucken. Details. So. Die Meraktis-Klinik. Und Fußspuren. Die Unterseite ist voll Farbe. Huch, was für ein seltsamer Umriss bei dem Fleck. Anscheinend klebt ein Blatt an der Pantoffelsohle, das in die Farbe getreten wurde. Also ist der Umriss zurückgeblieben, als das Blatt abgefallen ist. Ah, ich habe Farbe in der Hand. Apollo, ich habe gesehen, wie du deine Finger an meinem Umhang abwischen wolltest. Na gut, ist ja auch groß genug, der Umhang, also. So, Fußspuren. So. Dann. Also, das, was der Silver sieht mit Fußspuren, machen wir gleich. Gleich kommt was vom Park. Das habe ich. Soweit habe ich die Infos auch. Ich soll jetzt aber, bevor ich das mache, nochmal in der Straße. In der Straßanstalt. In der Strafanstalt. Ja. Auch hier, wer Lust hat, kann alle meine Versprecher gern mal notieren und. Ist eine Lebensaufgabe, also lasst es besser. So, einmal zurück. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, wie das hier läuft. So, einmal da zurück und zur Strafanstalt. Weil unseren, jetzt wollte ich schon sagen Patienten, unseren Klienten, den doch konnten wir doch reden. Was habt ihr mir denn da erzählt? Zack hier, wunderschön. Ich glaube, ich weiß aber, was die meinten. Mit Eldun habe ich schon gequatscht. Ich weiß also schon, dass er eigentlich Doktor ist, wenn du das meinst. Ja, das weiß ich. Das haben wir in der letzten Folge noch gemacht. Ich glaube, ich weiß, warum ich hier nochmal hin sollte. Wahrscheinlich sollte ich ihm die Waffen zeigen. Machen wir doch. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte ihm die zeigen.
Was diese Waffen betrifft, die Pistole und das Messer. Sie gehören der Familie. Ich habe sie in jener Nacht rausgeschmuggelt. Der Mörder, den Herr Stickler in jener Nacht gesehen haben will, waren also... Ich glaube, das war ich. Schließlich war ich dort. Ah, wir sind erledigt. Rocky? Können Sie uns wohl erzählen, was in jener Nacht genau passiert ist? Hey, du redest nicht lange um den heißen Brei rum, oder? Mir gefällt dein Stil, Kleine. Achso, und jetzt haben wir wahrscheinlich neue Gesprächsoptionen, ne? Es hat sich, glaube ich, nicht geändert, oder? Genau. Das ist das, was mir wahrscheinlich fehlt. Es gibt da übrigens eine Frage, die ich Ihnen schon seit einer Weile stellen will. Und zwar, haben Sie es getan? Haben Sie ihn erschossen? Weiß nicht. Hä? Am Tag jener Untersuchung, als ich von der Kugel in meinem Herzen erfahren habe. Ich habe mir eine Waffe aus dem Familienarsenal geborgt. Dachte mir, ich verabreiche dem Doktor mal etwas von seiner eigenen üblen Medizin. Oh je, mir gefällt gar nicht, worauf das hinausläuft. Aber Sie hatten noch ein Messer bei sich, oder? Ach das. Ja, also man kann niemals vorsichtig genug sein, meine ich. Ich bin also auf dem Weg zur Klinik, okay? Als ich im Park unerwartet auf ihn stoße. Und er zieht den Nudelstein hinter sich her. Okay? Der hat einen... Warum zieht der Nudelstand hinter sich her? Ich dachte eigentlich, das hat was damit zu tun, dass man irgendwie was versuchen wollte, damit irgendwas zu verbergen. Aber das ist ja nach der Aussage... Okay. Meine Theorie wurde gerade eben zerschmettert. Moment mal, Sie haben ihn nicht dazu gezwungen? Das wäre auch meine Idee gewesen. Nun, Sie wissen schon, wie in einem Film. Wenn Ihr Leben etwas bedeutet, bringen Sie den Stand mit. Kleine, du bist ja noch krasser drauf als ich. Und das will was heißen. Aber ich hab das ernst gemeint. Die Sache ist die, dass ich mich kaum daran erinnere, was als nächstes passiert ist. Sie erinnern sich nicht? Aber so wie ich das sehe, wenn jener Nacht jemand sonst dort war, dann habe ich ihn wohl umgelegt. Alles klar, Alter. Es will mit dem Tipp was verbergen. Gut. Das ist nicht die Option und nicht die Sätze, die ich haben wollte. Aber wir haben jetzt gerade von unserem eigenen Klienten erfahren. Vielleicht habe ich ihn doch umgelegt. Mein Gott. Das sind doch Klienten, die man gerne hat. So, jetzt müsste, glaube ich, das mit dem Volkspark kommen. Mal gucken. Das wird jetzt sowieso interessant, weil ich glaube, ich weiß, was kommt. Genau, Emma. Und ich bin mal gespannt, wie sie es hier gelöst haben in der Trilogie. Weil ich glaube, ich weiß noch, wie es auf dem DS ging. Ich bin gespannt. Emma? Emma? Nix, Emma? Das kennen wir doch alles. Wo ist denn Emma? Emma? Müsste Emma da sein? Ist sie aber nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Das habe ich alles schon. Ist da was Neues? Jetzt wissen wir, dass der Stickler war, der hier Little Plums Höschen versteckt hat. Ganz genau, Trucy. Und welche Lügengespinst sich aus dieser Kleinigkeit ergeben hat. Der Moment ist mir immer noch genau vor Augen. Du hast die Höschen hochgehalten und aus voller Kehle Einspruch gerufen. Ich hätte da eine Bitte an dich, Trucy. Nimm diese Erinnerung, schließ sie tief in dein Herz ein und sprich nie wieder davon. Eigentlich müsste sie da sein. Ist sie aber nicht. Okay.
Okay. Mit ihm haben wir auf jeden Fall gelabert. Das ist alles erledigt. Ah, das ist neu. Danke. Danke. Danke, danke, danke. Das hatten wir beim letzten Mal nicht. Das scheint ja Trigger gewesen zu sein. Nun, wir müssen diese Klinik untersuchen. So viel steht fest. Ja, aber was ist mit dem Wachmann? Fragen kostet ja nichts. Entschuldigen Sie? Hey, das seid ihr beide doch von gestern. Das ist der gleiche Polizist, der gestern vor dem Park stand. Ihr habt im Park zu tun, oder? Die Klinik ist tabu. Sie hat nichts mit der Sache zu tun. Aber... Was ist ein Tabu so schwer zu verstehen? Beweise mir erst, dass die Klinik mit dem Vorfall im Park in Verbindung steht. Fragen kostet nichts, bringt aber auch nichts. Hier rumzuhängen ist wohl reine Zeitverschwendung. Okay, wir brauchen erst... Wahrscheinlich... Ist jetzt Emma da. Ja, es gibt was Neues. 16. Juni, Kitaki Anwesen. Guck mal, die Leute da drüben beim Park. Die wollen wir einen Blick auf den Tatort erhaschen. Aber warum schreien denn die Mädchen so rum? Ich glaube, das eine hat gerade gerufen, oh mein Gott, er ist es. Dann weiß ich wer, ja. Warte, dieses Motorrad. Ah, wenn das mal nicht der Stirni ist. Staatsanwalt Gavin. Ein paar Fans sind mir gefolgt. Pech gehabt. Oh mein Gott, er ist so cool. Darum die Schreie. Das neue Album ist gerade raus, wissen Sie? Fingen Sie ihn mal zu, die fahren voll drauf ab. Oh, er ist so süß. Haha. Sie sind so aus dem Häuschen, da spielt es keine Rolle, wer winkt. Das ist so unwirklich. Sie ermitteln hier also? Und ich war auf dem Weg nach Hause. Da hat meine Maschine hier den Geist aufgegeben. Ihre Maschine? Mein Motorrad springt nicht mehr an. Ein verstopfter Auspuff. Zu dumm. Dabei ist es so ein schönes Motorrad. Kaum zu glauben, dass es einfach kaputt gehen kann. Ach, mein Fehler. Ich glaube, ich habe das falsche Öl benutzt. Autos, Motorräder, ist doch alles dasselbe. Wenn man den Auspuff verstopft, fahren sie nicht. Ach, Maschinen. Sagen Sie mir bitte, dass Sie meine Abneigung teilen, Stirni. Zufällig fahre ich Fahrrad. Jedenfalls muss ich zur Werkstatt. Die zuständige Inspektorin am Tatort war nicht gut auf mich zu sprechen. Die Inspektorin, Sie meinen die im Laborkittel? Ja, sie ist irgendwie schlecht gelaunt. Seien Sie freundlich zu ihr. Auf Wiedersehen, Baby. Oh mein Gott, da fährt er. So, das war den Trigger, den wir brauchten. Na, das sind ja tolle Aussichten. Nun, dann wollen wir mal. Stürmen wir den Park, Apollo. Ab zu Emma. 16. Juni, Volkspark. Hä? Findest du nicht auch, dass es hier irgendwie etwas anders aussieht? Ja, stimmt, die Planen sind weg. Die blauen Planen sind verschwunden. Vielleicht liegt's daran. Ja, du hast wohl recht. Guck mal da. Die Inspektorin von gestern mit dem weißen Mantel. Sie scheint sich aufrichtig zu entschuldigen. Beim Mülleimer. Sie hat gerade eine Menge Stress. Wahrscheinlich laufen die Ermittlungen im Augenblick nicht so gut. Hey, ihr da! Wenn ihr schon hinter meinem Rücken reden müsst, dann so, dass ich euch nicht höre. Oh, Inspektorin Sky, hallo. Sie wirken wie mal ganz betrübt. Es ist furchtbar, furchtbar. Meine neue Ausrüstung funktioniert nicht. Und alle vergöttern diesen glimmerosen Fatzke. Glimmerös? Meint sie Staatsanwalt Gavin? Und davon abgesehen, meint sie nicht glamourös? Wenn er sich bewegt, glimmert seine Kette in der Sonne und blendet mich. Das nervt. Apropos Nerven. Es fehlt mir wohl einfach an Talent. Hört sich nach Problemen bei ihren wissenschaftlichen Ermittlungen an. So, wir dürfen quatschen. Inspektorin Sky,
Sie kennen doch Herrn Wright, oder? Woher kennen Sie meinen Vater? Ich will alles genau wissen. Vielleicht sind Sie ja meine Mutter. Was ich nicht weiß übrigens. Hä? Also, er hat mir vor langer Zeit einmal sehr geholfen. Man könnte sogar sagen, dass er mich gerettet hat. Sagte nicht irgendwas von über einen Vorfall? Ich kann Uneindeutigkeiten nicht ausstehen, besonders bei Kriminalfällen. Ich ging zur Universität, um wissenschaftliche Ermittlerin zu werden. In Europa. Aber jetzt sind Sie Inspektorin. Naja, ich bin bei der wissenschaftlichen Prüfung durchgefallen. Aber wissen Sie, Ränge und Titel sind bedeutungslos. Auf das Herz kommt es an. Das finde ich auch. Und mein Herz gehört der Wissenschaft. Deswegen habe ich mir die Ausrüstung bestellt. Und ich werde sie hier ausprobieren, bevor die Spurensicherung auftaucht. Sicher, dass das in Ordnung ist? Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich diesen Mann nicht besonders mag. Diese glamourösen Typen konnte ich nie ausstehen. Glamourös. Okay. Ein Staatsanwalt sollte mit nüchternem Verstand und gerunzelter Stirn auftreten. Weniger glamourös und mehr seriös, wissen Sie? Nein, weiß ich in der Tat nicht. Naja, also das und das, was vor 7 Jahren passiert ist. Staatsanwalt Gavin war derjenige, der Herr Wright die Anwaltsmarke abnahm. Was? Ehrlich? Er war das? Das wussten Sie nicht? Ich dachte, Sie wären einer seiner Jungs. Ich bin weder ein Junge, doch bist du einig, noch einer seiner, aber mal sehen, was sie zu sagen hat. Was genau ist vor 7 Jahren passiert? Die Einzelheiten habe ich nie erfahren. Dann ermitteln Sie. Es ist sowieso besser, wenn Sie es alleine herausfinden. Okay. Das ist, glaube ich, der letzte Fall, ne? Doch vorher wissen wir das auch nicht. Dürfte ich fragen, was genau Sie da eigentlich gemacht haben? Als Sie gerade so am Boden gekauert haben. Oh, das interessiert Sie? Naja, ich habe gerade ein neues Spielzeug ausprobiert. Ein Spielzeug? Also kein Polizeiwerkzeug? Was ist es denn? Ich sehe eine Rolle und Klebstoff. Ein Fußabdruckanalyse-Set. Fußabdrücke? In der Mordnacht hat es geregnet, also müssen hier Fußabdrücke zu finden sein. Oh, lagen hier deswegen die blauen Planen herum? Genau. Der Boden war matschig, deswegen musste ich ihn im Zustand jener Nacht erhalten. Wollt ihr wissen, wer wo genau gestanden hat? Zum Beispiel euer Zeuge? Dieser höschenklauende Student? Aha, mit dem Set also. Genau. Was? Wollt ihr das Zeug auch mal ausprobieren? Müssen wir ja. Was, sind Sie sicher? Ich meine, wir sind doch eigentlich Gegner. Ach Quatsch, ihr seid Freunde. Und ehrlich gesagt, bin ich nicht besonders gut in sowas. Bin wohl etwas ungeschickt. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Deswegen gut, dass du den Job machst, dass du da keine Ahnung von hast. Das ist total sinnfrei. Oh, ich kann sowas. Ich habe schon mal Zauberhasen aus Pappmaschee gemacht. Fußabdruckanalyse, Soll ich es probieren? Ja, sehr. Okay, warum nicht? Dann erzähl, wie es geht. Das ist die richtige Einstellung. Okay, lass mich erklären. Einen Moment. Sie liest die Anleitung zu ihrer Ausrüstung. Okay, der Witz ist nicht schlecht. Warum nur stimmt mich das nicht gerade zuversichtlich? Als erstes müssen wir den Abdruck auswählen, den wir untersuchen möchten. Ich habe mir die Freiheit genommen, alle Schuhabdrücke im Park zu markieren. So. Okay, mit welchen Schuhabdrücken wollen wir anfangen? Wenn wir die Aussage des Angeklagten überprüfen wollen, sollten wir hier anfangen. Okay, sie gibt's eh vor. Dann machen wir das auch so. Die Schuhabdrücke warten nur darauf, untersucht zu werden. Oh, das ist so aufregend. Okay, so geht's. Zuerst den Abdruck vollständig mit Gips ausgießen. Versuchen Sie es. Wie mache ich das? Einfach Space an der Stelle, irgendwie mit Gips ausgegossen werden soll. Ungefähr so. Das sieht nicht allzu schwierig aus. Wenn der Becher mit Gips leer ist, bevor Sie fertig sind, müssen Sie von vorn anfangen. Okay. Okay. Das ist aber, glaube ich, machbar. Das sieht gut aus. Ja.
Schleimi, alte Nase. Ein wunderschön. Nicht schlecht. Sie sind geschickter, als Sie aussehen. Danke. Achso, halt. Was soll das denn nun wieder heißen? Weiter zum nächsten Schritt. Trocknen Sie den Gips, bis er weiß ist. Okay? Einfach Space drücken, um den Trocken an den betreffenden Stellen zu benutzen. Okay. Hier, probieren Sie es mal. Okay, das kann man mit der Maus wunderbar machen. Das ist natürlich mit der Maus super. Was fehlt denn da noch? Okay. Scheint gut getrocknet zu sein. Sehen wir uns das mal an. Ja, der ist gut geworden. Jetzt kommt die Tinte. Bereit für den nächsten Schritt? Verteilen Sie die Tinte mit dem Roller dort, wo der Abdruck ist. Der Roller gut mit Space festhalten und schön runterrollen. Das kriegen wir hin. Machen Sie es so lange, bis Sie einen deutlichen Abdruck haben. Ah, ich brauche gar nicht Space drücken. Das kann ich so mit ganz normal mit Maus. Okay. So, jetzt der Moment, auf den Sie so lange gewartet haben. Wir nehmen den Abdruck. Fertig? Hier kommt er. Mal sehen, ob wir eine Übereinstimmung finden. Okay. Das war er, ne? Nee. Foki, alte Nase. Das passt, das sehe ich auch. Komm. Die Schuhabdrücke gehören also Woki Kitaki. Er war in der Mordnacht im Park. Wow, ich kann fast sehen, wie die Wissenschaft sich vorarbeitet. Ist das nicht toll? Ja, es gibt einfach nichts Schöneres. Immerhin mangelt es nicht an Enthusiasmus. Sagen Sie mir einfach Bescheid, wenn Sie noch mehr machen wollen. Sie finden mich hier beim Lösen des Falls. Mithilfe der Wissenschaft. Ja, das hat Ihre Stimmung auf jeden Fall gebessert. Und wie mache ich jetzt den nächsten? Habe ich das selber? Kann ich das jetzt nutzen? Nö. Kann ich einfach mit ihr quatschen? Ach so. Inspektor, können wir es nochmal probieren? Na klar. Lassen Sie keinen Abdruck ununtersucht. Wir haben wir noch. Jetzt zur Auswahl des Abdrucks, den Sie untersuchen wollen. Ja, den haben wir. Dann nehmen wir den noch. Ja, das kriegen wir noch hin. Passt doch. Okay, sieht gut aus. Als nächstes muss der Gips trocknen. Okay, das können wir uns, glaube ich, sparen, weil das, glaube ich, jedes Mal gleich ist. Genau, jetzt kommt die Tinte. Wunderbar. So, Abdruck. So. Mal gucken, das weiß ich gar nicht, ob wir eine Übereinstimmung haben. So. So. Emma ist es nicht. Da ist der Wesley. So, den haben wir. Der war auch da. Aber das wissen wir ja.
Diese Schuhabdrücke gehören also. Diese Schuhabdrücke gehören also Wesley Stickler. Das bestätigt seine Aussage vor Gericht. Zumindest seine letzte Version. Jetzt wissen wir, wo der Höschenjäger gestanden hat. So. Und noch einmal der letzte. Bla 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 bla. Das ist ja genau das gleiche. So, jetzt brauchen wir den roten. Dann haben wir sie alle. Aber das kann man eigentlich gar nicht so wirklich falsch machen, ne? Nee. Wesley Crusher ist es nicht immer. Der Schleimi hat eine sehr interessante Theorie. Wesley ist es nicht immer. Nicht immer. Er hat auch bei Star Trek eine absolute Scheißrolle. So, mal gucken. So, dann machen wir den Abdruck. So, burp. Aha, das kennen wir doch. Das ist ein seltsamer Schuhabdruck. Stammt der von einem Schuh? Ja, und du weißt auch welchen. Merkwürdig, so glatt. Abgesehen von dem Teil mit dem Blatt. Ich weiß ohne nachzusehen, dass der Abdruck mit keinem auf der Liste übereinstimmt. Ein seltsamer Abdruck. Wir haben ihn doch, wir haben ihn doch. Ja, ich freue mir einen Ast. Oder einen Schuh. Da steht Eigentum der Meraktus-Klinik. Hey! Was? Der Pantoffel. Sehen Sie mal hier. Ich glaube, das ist ein Zehenabdruck. Ein Zehenabdruck? Meinen Sie, wir können davon einen Abdruck machen? Klar. Zehenabdrücke sind genauso unverwechselbar wie von Fingern. Dieser winzige Hinweis könnte Gold wert sein. Oh, es gibt da ein Problem. Die Polizei verfügt über kein Zehenabdruckarchiv. Wir können also nicht bestimmen, wem er gehört. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Trotzdem können wir ihn vielleicht irgendwie gebrauchen. Lass ihn uns untersuchen. Ja, möchte ich gern. So. Oh, machen wir doch mal. Dieser Abdruck ist viel zu glatt, um mit einem normalen Schuh zu stammen. Aber ein Schuhabdruck ist es, so viel ist sicher. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, was der hier macht. Er befindet sich genau neben Elduns Nudelstand. Äußerst merkwürdig. Hey, Sie! Ja? Warum sind Sie plötzlich so still? Sie haben nicht zufällig einen Verdacht? Einen möglichen Verursacher dieses mysteriösen Schuhabdrucks? Dieser mysteriöse Schuhabdruck erinnert mich an etwas. Ja, hab den Beweis doch. Ja, hast du. Ich glaube, ich habe ja etwas, was uns helfen kann. Ja. Das Gegenstück dazu. Nimm das! Ja, ich glaube, es sind diese Pantoffeln. Pantoffeln? Wie sollten Pantoffeln hierher kommen? Ja, mit jemandem, der sie anhat. Sehen sich die Sohle an, ne? Sie ist komplett voller Farbe, außer... Sehen Sie? Genau da. Hey, der Fleck ist genau wie ein Blatt geformt. Und wenn ein Blatt an der Sohle klebte, das abging, als der Träger in Farbe trat... Klingt logisch, oder? Moment, da steht etwas. Eigentum der Meraktis-Klinik. Exakt, die Klinik des Opfers. Aber das hieße ja, dass jemand von der Klinik beteiligt war. Ja, erstmal was essen. Warum futtern Sie schon wieder? Inspektorin Sky, ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten. Was? Könnten Sie uns den Zugang zur Meraktis-Klinik verschaffen? Die Polizei macht Zicken. Sie sagen, die Klinik hätte nichts mit dem Mord zu tun.
Und bis wir einen Zusammenhang bewiesen hätten, könnten wir sie nicht betreten. Ich denke, ich kann da etwas für Sie tun, ja? Ehrlich? Naja, Sie haben mir immerhin bei den Schuhabdrücken geholfen. Ich denke, ich sollte den Gefallen erwidern. Vielen Dank, Inspektorin. Sky. Hier, zeigen Sie das dem wachhabenden Polizisten. Zauberin und Anwalt sei im Namen der Staatsanwalt Zutritt zur Klinik gewährt. Na dann, Meraktis Klinik, hier kommt Justice. An dem Spruch musst du echt noch arbeiten. Schleimi geht gerade sein Hate auf Wesley Crusher durch. Ja, da bist du nicht allein. Ich glaube, die Fangemeinde ist da auch kein großer Fan von dem. Und da kann der arme Schauspieler nichts dazu, weil die Rolle war echt Käse. Egal, was sie da gemacht haben. Ich hoffe ja mal, dass das mal in irgendeiner Serie mal gerade ziehen. So. Wir würden gerne zur Klinik. Aber jetzt bin ich jetzt einmal zu viel gelatscht, ne? Egal, komm. 16. Juni, Eldjungens Haus. Ah, ihr zwei schon wieder. Wann kapiert ihr es denn endlich? Egal, wie ihr mich anseht, ihr kommt da nicht rein. Ich wäre an der Stelle nicht so sicher. Sehen Sie mal, was wir hier haben. Was ist das? Inspektorin Sky? Gestern war es Staatsanwalt Gavin, heute ist es Inspektorin Sky. Wer seid ihr beide denn nun wirklich? Jetzt ist ja schon wieder ein Misstrauisch. Ich muss die Anordnung befolgen und euch reinlassen. Viel Spaß. Danke, Herr Wachtmeister. Los, komm, Apollo. Jo. Dann gehen wir noch rein, ne? Da waren wir noch nicht. So. Gucken wir noch mal. Was haben wir hier Schönes? 16. Juni, Meraktis Klinik, Empfang. Huch, dieser Ort erinnert mich ein wenig an zu Hause. Und gerade was ich so sehe, erinnert mich gerade noch an andere Sachen. Also das ist jetzt total auffällig. Aber es ist putzig. Dieser Ort steht in Verbindung mit dem Mord im Park. Da bin ich mir sicher. Dieser Polizist da draußen war sich da nicht so sicher. Welcher Polizist ist bei Ace Attorney ansatzweise in der Lage, irgendwie 1 und 1 zusammenzurechnen? Keiner! Ich freue mich, wenn die Polizei das mitkommentiert hier. Über die Tatsache hinaus, dass das Opfer hier wohnte. Sieht so aus, als wäre die Polizei schon wieder weg. Hier könnten noch Hinweise rumliegen. Los, Apollo! Ja? Unter anderem, dass Schuhe fehlen. Das müssen die Kartoffeln für die Patienten in der Klinik sein. Natürlich, die gleichen, die wir gefunden haben. Sieh mal, in dem Regal hier fehlt doch ein einzelnes Paar. Komisch, oder? Und unsere haben Farbe an der Sohle. Das bedeutet also, dass sie in der Mordnacht hier rausgenommen worden sind. Richtig. Die Farbe stammt ja von dem Unfall mit Fahrerflucht. Aber was hatten die Klinikpantoffeln in dem Mülleimer zu suchen? Ja, die sollten entsorgt werden. Ist doch logisch. Ist doch logisch. Ist ja Beweis. Ich meine, es hat ja wahrscheinlich jemand gemerkt, dass er dann irgendwas reingelatscht ist. Und was hatten sie mit der Fahrerflucht zu tun? Das war wahrscheinlich eher purer Zufall. Was haben wir denn da für Schuhe? Hier liegt ein paar Sandalen rum. Warte mal, was haben Sandalen hier zu suchen? Vielleicht gehören sie einem der Patienten. Oder vielleicht gehören sie jemandem, der Herr Meraktis besucht hat. Aber so eine Person würde eher den Hauseingang und nicht den Klinikeingang benutzen. Und wenn dieser Patient oder Besucher nicht mehr da ist, warum stehen dann immer noch seine Schuhe da? Die sollten wir besser genauer untersuchen für alle Fälle. Süße Frauensandalen im Foyer der Meraktis Klinik gefunden. Können wir da gleich wieder auch was machen bei Emma? So, sind das nicht unsere heißgeliebten Lieblingsschalen? All diese Schalen. Die sind von Eldjungens Nudels. Da ist Meister Salzig. Dann haben wir wohl was rausgefunden. Ich denke, das haben wir. Bei Herrn Eldjung gibt es Essen zum Mitnehmen. Das war bestimmt genau der Hinweis, der uns fehlte. Ich dachte eigentlich an was anderes.
Silver meint, die Sandalen helfen, den Mörder zu finden. Das glaube ich nicht. Der Silver lenkt uns wieder auf eine falsche Fährte. All diese Schalen sind abgespült worden. Ich denke, wir haben unseren ersten Hinweis gefunden, Trucy. So. Was haben wir denn noch? Haben wir da irgendwas? Nein. Der Empfang der Klinik. Natürlich ist niemand da. Am Empfang ist ein kleines Schild zu lesen. Bitte bezahlen Sie Ihre Rechnung. Bedenken Sie, wir führen das Skalpell. Brutal, aber effektiv. Unabhängige Ärzte wollen Bares direkt auf die Hand. Alles klar. Steht da Gesundheit heute? Okay, da ist nichts Neues. Okay, da ist nichts. Nein, keine Hinweise. So. Nein. Haben wir hier noch irgendwas? Können wir noch woanders hin? Silver sagt, er ist gar nicht Silver und der eigentliche Mörder. Vielleicht bist du Manuel Neuer. So. Okay. So, Eldun ist nicht da. Warte mal. Gucken. Ich will noch mal gucken. Haben wir jetzt wirklich alles gesehen? Ja. Können wir da rein? Sieh mal, auf der Tür steht Arztzimmer. Ist da vielleicht das private Büro des Opfers? Nicht abgeschlossen. Zu schade. Warum zu schade? Ich öffne gern Schlösser. Ist so eine Art Hobby von mir. Wie diese kleinen Fahrradschlösser. Die haben keine Chance gegen mich. Das ist sicher ein Hobby, von dem du nicht zu vielen Leuten erzählen solltest. Ah, Apollo, das Geräusch. Es kommt von hinter dieser Tür. Da ist jemand drin. Komm, wir sehen nach, Trucy. Einbrecher! Er ist durchs Fenster raus. Warte, Apollo. Der ist längst über alle Berge. Als Höschen, Jäger, Fänger spricht sie da wohl aus Erfahrung. Nun, wir sollten die Polizei verständigen. Lass uns erst den Raum durchsuchen, Apollo. Wenn wir jetzt die Polizei rufen, dann ist diese Chance dahin. Du hast recht. Daran ist sie besser als ich. Nun, eine Sache ist sicher. Diese Klinik und der Fall, da besteht jetzt ganz sicher eine Verbindung. Das glaube ich auch. Schuhe angesehen? Warte, können wir mal eben machen. Gucken wir uns die Schuhe mal eben an. Ach, meinst du die anderen Schuhe? Die habe ich angesehen. Oder meinst du die jetzt hier? Können wir ja mal eben machen. Ah! Da ist da was Schönes. Hey, Apollo, meinst du, das ist... Huch, das könnte ein Zehenabdruck sein. Vielleicht können wir davon einen Abdruck machen. Versuchen wir es. Ach, das können wir direkt? Ich hau mal einfach die ganze Pulle hier leer. Ich sehe nämlich nichts. Geht da oben noch? Nicht? Was fehlt denn noch? Doch, geht doch. Hey, es funktioniert. Das sieht aus wie ein großer Zeh vielleicht. Warte mal. Ich meine, es ist ja toll, dass wir einen Abdruck haben, aber... Gibt es so etwas wie ein Zehendruckverzeichnis? Guter Einwand. Sollte es eins geben, hat Inspektorin Sky es... uns jedenfalls vorenthalten. Was bedeutet, dass wir den Abdruck nicht vergleichen können? Oder abgleichen können?
Ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt, den Rat eines Inspektors einzuholen. Tja, gute Idee. Nein? Wir machen hier erstmal weiter. So. Dann wollen wir mal. Bücher und Papiere liegen im Raum verstreut. Wow, was für ein Durcheinander. Das ist ja schlimmer hier als bei Pups im Zimmer. Der Einbrecher hatte es wohl sehr eilig. Sogar das Glas auf dem Tisch wurde umgestoßen. Huch, der Saft, der aus dem Glas ausgelaufen ist, ist... Er ist getrocknet. Also wurde diese Unordnung nicht von den Einbrechern eben verursacht. Dieses Glas wurde schon vor längerer Zeit umgestoßen und so liegen gelassen. Eine Lampe? Sie sieht ziemlich teuer aus, nicht? Hey, die Glühbirne ist zerbrochen. Zerbrochen? Nicht einfach nur ausgebrannt? Unser Einbrecher hat sie wohl fallen gelassen. Aber warum steht sie dann so senkrecht auf dem Boden? Hey, sieh mal, das Kabel. Wie? Da ist ein roter Fleck auf dem Kabel. Denkst du etwa an Blut? Ist ein bisschen zu hell für Blut. Es ist fast pink. Auf jeden Fall hat es mit dieser Lampe irgendwas auf sich. Okay. Okay. Wir gucken uns mal die Lampe an. Da ist doch irgendwas faul. So, da ist der Blutfleck. Doch, natürlich Hinweise. Da ist er doch. Dieses Kabel führt zur Lampe. Da ist ein roter Fleck drauf. Woher dieser Fleck wohl kommt? Warte, ich hab's. Vielleicht war es ein roter Marker. Vielleicht wollte jemand seinen Namen schreiben und der Stift ist verrutscht. Warum sollte jemand seinen Namen auf ein Lampenkabel schreiben wollen? Ich habe meinen Namen immer auf meine Zauberseile geschrieben. Ja, dann macht das ja Sinn. Um Silvers Frage zu... Ich habe gerade die Schuhe angesehen, wenn du das meinst. So, das haben wir. So. Was haben wir denn noch hier? Diese Topfpflanze hat auch schon bessere Tage gesehen. Das ergibt auch keinen Sinn. Warum denn nicht? Normalerweise suchen Einbrecher nach wertvollen Sachen, richtig? Das stimmt. Das würde ich zumindest tun, wenn ich eine Einbrecherin wäre. Warum also unter einer Topfpflanze suchen? Vielleicht hat er einen Schlüssel für den Safe gesucht. Manchmal werden Hausschlüssel unter Blumentöpfen versteckt, aber Safe-Schlüssel? Dann hat der Einbrecher vielleicht nach dem Hausschlüssel gesucht. Das bringt uns nicht weiter. Nee, er war ja schon im Ding. So. Was haben wir denn noch hier? Der Safe ist klar. Was ist das denn? Wow, was ist das denn? An der Wand stehen lauter Bechergläser. Ick, in diesem bewegt sich was. Du siehst nach Apollo. Hey, mach's doch selber. Du kannst doch nicht... Oh. Das ist ein Goldfisch. Wow, das sind alles Fische. So viele verschiedene. Wer das immer entworfen hat, der hat einen echt kranken Geschmack. Okay. So, Safe machen wir auch. Ich will aber noch gucken. Den Safe knacke ich mit Sicherheit gleich. Was das mit ganzen Sachen? Das Fenster steht offen. Der Einbrecher ist wohl durchs Fenster geflohen. Wer könnte das gewesen sein? Vielleicht war es ein Einbrecher, der zufällig hier eingestiegen ist. Bestimmt nicht. Ja, aber vor dem Haus steht ein Streifenwagen. Wenn ich Einbrecher wäre, würde ich erst am nächsten Tag wiederkommen. Ich würde es erst nach einem Monat wieder versuchen. Wer auch immer hier eingebrochen ist, muss es offenbar heute tun. Genau. So. Komm, let's do the safe. Was für ein niedlicher kleiner Safe. Sieht aus wie ein Schloss mit einer vierstelligen Zahlenkombination. Wir knacken ihn tatsächlich. Gut, dass die ersten Zahlen schon da sind. So. Da hat schon jemand zwei Zahlen eingegeben, Apollo. 7, 9. Moment mal, meinst du etwa...
dass der Einbrecher von eben versucht hat, ihn zu öffnen? Ich frage mich, was sich in dem Safe befindet. Hm, können wir irgendwie die beiden letzten Zahlen herausbekommen? Nun, die ersten beiden sind 7 und 9. Steht in der Gerichtsakte vielleicht etwas Hilfreiches? Etwas, das uns die beiden letzten Zahlen verrät? Hm, ich frage mich. Ja, ich hab da was. Ich würde die Fingerabdrücke nehmen. Das kenne ich doch. Den Snake sage ich mal guten Tag. Der Snake freut sich. Extra für den Snake knacken wir jetzt den Safe. Der ist jetzt dem Snake gewidmet. Nun, ich habe eine Idee. Ich wusste es, Apollo. Was ist es denn? Nun, wir müssen nur wissen, welche Tasten gedrückt worden sind. Ach was. Damit können wir die nächsten beiden Zahlen herausfinden. Und das machen wir natürlich mit den Sandalen. Nee. Ich lerne das irgendwann nochmal. So. Um die Tasten zu drücken, muss man sie mit den Fingern berühren, nicht wahr? Es gäbe einen Fingerabdruck. Wenn man einen Safe öffnet, dann drückt man nur die richtigen Tasten, richtig? Wenn wir also die Tasten mit den Fingerabdrücken finden könnten, dann haben wir die Safe-Kombination. Nicht schlecht, Apollo. So. So, alles eincremen. Wir sauen mal alles voll. Okay. Also 7, 9. Die 2, 5. Okay. Sieh nur, man kann die Abdrücke deutlich erkennen. Sieh mal, bei 7 und 9, das sind Abdrücke von Handschuhen. Der Einbrecher hatte wohl Handschuhe an. Wir können den Einbrecher zwar nicht identifizieren, aber dafür den Safe öffnen. Komm, wir versuchen's. Ja, entweder 2, 5 oder 5, 2. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Okay. Okay. 7, 9. 5, 2 dann. Ja, ist ja jetzt nicht so schwierig. So. Ja, bei zwei Möglichkeiten, das schaffe ich das selbst auch. Er ist offen. So, eine Glückskatze natürlich. So. Das sieht aus wie eine Patientenakte. Da ist ein Röntgenbild mit drin. Ein Röntgenbild? Hm. Daraus werde ich nicht klug. Und ich kann die Patientenakte nicht lesen. Da steht nur medizinisches Kauderwelsch. Wie gut, dass wir noch einen anderen Arzt haben. Aber der Name ist leicht zu erkennen. Unser Patient steht Woki Kitaki. Also ist dieser Woki die Patientenakte unseres Mandanten. Warum sollte diese Patientenakte hier im Safe liegen? Hier, die Unterschrift des Arztes lautet Pelmaraktis. Hm. Was ist denn, Apollo? Hier, sieh mal, wer die Patientenakte ausgefüllt hat. Zeig mal. Krankenschwester Alita Tiala. Okay, damit bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht gerechnet. Alita Tiala ist Wokis Verlobte und hat vorher in der Miraktis-Klinik gearbeitet. Da war ein Iter zu viel, Apollo-Lol. Ist ja auch eigentlich egal, aber was hat ihr Name hier zu suchen? Woher soll ich das wissen? Obwohl, könnte es nicht heißen, dass sie hier in der Klinik arbeitet? Seltsam, dass sie das bisher nicht erwähnt hat. Sie hat... ist ausgewichen. Gelogen hat sie auch nicht, hat nur nichts gesagt. Sicherlich hatte sie ihre Gründe dafür. Können wir uns vorstellen. Alita Tiala arbeitete also in der Meraktis-Klinik. Und sie hatte Zugang zu Wokis Kitakis Patientenakte. Okay. Stimmt irgendwas mit dem... Ich wollte schon magen. Du hast das I und das Y vertauscht, Apollo. Ich würde gern herausfinden, was in dieser Akte steht. Wer könnte uns beim Ziffern helfen? Ich weiß es. Können wir uns mal die Akte selber angucken?
Kugel neben dem Herzen. Ach, mehr dürfen wir gar nicht sehen. Okay, gut. So. Da können wir nichts machen, da können wir nichts machen. Was ist das? Oder was ist das? Das hatten wir. Was bist du denn? Das ist ein Einschussloch. Im Safe? Okay. Da steckt ja immer noch die Kugel drin. Warum steckt sie denn mitten in einem Safe? Hey, die Kugel lässt sich auslösen. Die Spitze ist ganz zerquetscht. Kein Wunder, wenn sie in einem Metall-Safe abgefeuert wurde. Warum wurde das denn im Safe abgefeuert? Das verstehe ich jetzt nicht. Wollte man damit suggerieren, es wurde zweimal aus der Pistole geschossen? Obwohl es faktisch gesehen nur einmal auf eine Person ist? Und weil man dann gehofft hat, dass man das Ding in einem Safe nicht findet? Noch verstehe ich das nicht ganz. Aber wir finden es raus. Aber auf jeden Fall finde ich das cool gemacht bis jetzt. Also ich mag den Fall. Der Silver stimmt mir zu. Silver, dir ist schon klar, wenn du mich jetzt irgendwie zum zweiten Sherlock Holmes machst, ich werde großkotzig. Hinter dieser Kugel steckt eine Geschichte, ganz sicher. So. Okay, die können wir uns auch nochmal angucken. Das tun wir auch mal. Nee, das wollte ich nicht. Okay. Was hat sie jetzt gefunden? Wow! Das war ein harter Safe. Sieht echt lecker aus. Hä? Wie Eiscreme. Karamell. Du hast eine blühende Fantasie, Trucy. Gut, immerhin haben wir nichts vom Silver Samurai. Also, so gesehen. Den vermisse ich übrigens bis jetzt nicht. So. Ich glaube, wir haben alles. Okay, ich bin nur der Watson. Ja gut, du weißt ja, Watson hat ja die Geschichten geschrieben. Also so gesehen kann ich damit leben, Alter. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Emma, ne? Gehen wir jetzt zu Emma. Achso, wir können ja nochmal gucken. Ist er da? Ne, er ist noch nicht da. Dann müssen wir sowieso erstmal zu Emma. Das Gesicht kenne ich. Das ist das Gesicht von jemandem, der gerade eine Entdeckung gemacht hat. Hey, woher wissen Sie das? Eine Frau der Wissenschaft kann man nicht täuschen. Als nächstes lässt sie uns noch Gesichtsabdrücke untersuchen. Lass uns Inspektorin Sky um Hilfe bitten. Ja, let's go. Nö, so nicht. Also einfach zeigen. Na komm. Diese Sandale. Singular ist ein bisschen seltsam im Augenblick. Ich würde eher von Sandalen sprechen, weil es sind ja immerhin noch zwei, aber gut. Wenn Emma sagt, die Sandale. Ja, der Pappkamerad, was soll der Pappkamerad denn? Oh Mann, der ist ja auch nicht echt. Und wäre es ein Polizist in diesem Game, wird er genauso da stehen. Da ist ganz deutlich ein Abdruck drauf. Ein Zehenabdruck. Schade, dass wir nicht wissen, zu wem der Zeh gehört. Naja, es gibt immer ein Mittel und Wege, um sowas herauszufinden. Die gibt es? Was? Man bräuchte nur einen zweiten Abdruck desselben Zehs, aber von einem anderen Schuh. Na klar, bei Übereinstimmung wüssten wir, sie wurden von derselben Person getragen. Habe ich noch einen Beweis, der von derselben Person getragen wurde? Ja, also. Ich glaube sogar ja. Wirklich? Langsam kommt mir da ein Verdacht. Inspektorin Sky, können Sie diesen Abdruck mit den anderen vergleichen? Nimm das!
Ich sagte Zehenabdruck, oder? Wo genau befindet sich auf diesem Beweisstück der Zehenabdruck? Ups, das gibt Ärger. Versuchen Sie es nochmal und diesmal bitte mit wissenschaftlicher Methode. Hm, ein Zehenabdruck, okay? Wäre jetzt doof? Da ist der Zeh doch drauf. Nee, Moment, das ist genau. Wir brauchen das Gegenstück. Okay. So. Hab ich doch, oder nicht? Bin ich jetzt dumm? Habe ich den nicht? Moment. Also das reicht nicht. Da ist er doch. Ich frage mich, könnte das ein Abdruck sein? Warum sollte da ein Finger, ein Zehenabdruck? Gute Beobachtung, Apollo. Ich wette, wir können ihn genauso analysieren wie einen normalen Abdruck. Es könnte ein wichtiges Beweismittel sein. Ja, haben wir ihn noch nicht gemacht. Okay, das war der Fehler. Okay, das ändern wir mal eben. Das ist ja machbar. Na komm. Da haben wir doch was. Hey, es funktioniert. Das sieht aus wie ein großer Zeh vielleicht. Wow, ich fühle mich, als wäre der Fall schon gelöst. Was kam als nächstes? Wir müssen den Abdruck vergleichen. Abgleichen, oder? Genau, zum Abgleich. Moment. Die Inspektion hat uns keine Liste mit Zehenabdrücken gegeben, Apollo. Oh, guter Einwand. Vielleicht sollten wir den Rat einer Expertin einholen und sie fragen. Wahrscheinlich. Ich bin mir sicher, dass sie als Expertin taugt. Das kannst du ihr sagen, wenn du vor ihr stehst. So. Das sind die Kartoffeln mit dem Zehenabdrücken. Da befindet sich auch ein Abdruck drauf. Das erleichtert uns die Arbeit. Können Sie für ihn unser Ruhm? Natürlich. Moment. Bingo, Mann, bin ich gut. Hey, wir haben die Abdrücke gefunden. Perfekte Übereinstimmung. Die Sandalen und die Pantoffeln wurden von ein und derselben Person getragen. Genau, das habe ich befürchtet. Sie müssen jetzt noch herausfinden, wem diese Sandalen gehören. Oder wissen Sie das etwa schon? Das kann ich nicht sagen. Noch nicht. Ja, also wir schon. Also wir vermuten's. Gut, das bringt uns einen großen Schritt näher. Zur Wahrheit. So, das heißt, wir müssen jetzt also rausfinden, wem die Schuhe gehören. Okay. Dann fragen wir doch mal den Herrn und Meister nach seiner Verlobten. Wäre jetzt meine Idee. 16. Juni, Strafanstalt. Besucherraum. Nun, die Zeit der Entscheidung ist gekommen. Mit welchen der beiden Knastvögel wollen wir reden? Entschuldigen Sie bitte. Beide Infanten werden derzeit verhört, um ihre Aussagen zu bestätigen. Herr Stickler und Herr und Wocki? Alle beide? Der vernehmende Beamte tut mir echt leid. Dann kommen wir eben später wieder. Alles klar. Ich soll Onkel Phoenix fragen? Okay. Stimmt, der hatte ja, glaube ich, bis jetzt noch nichts zu melden in dieser Untersuchung. Okay. Das meine ich damit mit Trigger. Eigentlich wissen wir was logisch ist, aber wir dürfen noch nicht. 16. Juni, Hickfeld-Klinik.
Ah, der verlorene Anwalt kehrt zurück. Willkommen, Apollo. Ich habe gehört, du hast dich heute gut geschlagen. Brauchst du einen Rat? Könnte gerade etwas Ablenkung gebrauchen. Was meinte noch Inspektorin Sky? Wenn du etwas wissen willst, dann musst du es selber herausfinden. Herr Wright, erzählen Sie mir, was vor 7 Jahren passiert ist. Bitte. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Na, du kommst ja schnell zur Sache. Okay, dann erzähl mal. Vor 7 Jahren stand ich vor Gericht, um einen Mandanten zu vertreten. Der Fall drehte sich um einen Tod eines gewissen Magnifici. Würde mich überraschen, wenn du nichts davon gehört hattest. Ich kann mich erinnern, dass es in allen Nachrichten war. Sie standen Staatsanwalt Gavin gegenüber, oder? Ja. Er war erst 17 Jahre alt. 17 Jahre alt? Dann ging er noch zur Schule. Da war Franziska von Karma, hat schon, weiß nicht, 3 Pulitzer-Preise für ihre Dissertation zu europäischen Jura gekriegt oder so. Er hatte sein Examen im Ausland gemacht. In Europa, natürlich. Nur, es geht nur... Also, falls irgendeiner sich fragt, wer dieses LP sieht, wo ist die Bildungsoffensive in Europa und meistens in Deutschland? Und dann guckt nicht das echte Bildungssystem an und die Toiletten, die wir in Schulen haben. Bitte nicht. So. Die sind recht progressiv da. Besiegt von einem 17-jährigen Anfänger. Danach hängt dich die Juristerei an den Nagel. Das war's. Das war's? Wie kann es das gewesen sein? Was meinst du? Was ist mit den gefälschten Beweisen, von denen die Nachrichten berichtet haben? Angeblich hatten sie Beweise gefälscht und man hat ihnen die Anwaltsmarke weggenommen. Mhm. Sag mal, wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich an, Phoenix Wright dem Fälscheranwalt persönlich gegenüberzustehen? Wie es sich anfühlt? Ich glaube das einfach nicht. Aber was mit der Sache, die in meinem ersten Prozess passiert ist? Ist dir das beim heutigen Prozess nicht aufgefallen? Es gab ein einzelnes gefälschtes Beweisstück. Ich spreche von Beweisen, die hätten nicht existieren dürfen. Ein übler Zaubertrick. Haha. Du bist nicht gerade bemüht, mir zu Hilfe zu eilen, ne? Vielleicht habe ich Beweise gefälscht, vielleicht auch nicht. Das spielt im Moment sowieso keine Rolle, oder? Aber ich bin kein Anwalt mehr. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Herr Wright. Er will über den Vorfall der Fälscherei offensichtlich nicht sprechen. Nee, weil wir da noch einen eigenen Fall kriegen. Das war's? Und jetzt? Okay. Natürlich. Jetzt geht's weiter. 16. Juni, Strafanstalt, Besucherraum. Weine nicht, Engelchen. Paps ist wieder da und Paps ist... Oh, ihr schon wieder. Müssen wir eintreten, immer so ankündigen? Mann, Mann, Alter, ey, Mann. Jetzt habe ich echt Bammel und das ist nur sein Fehler. Sein Vater hat ihm wohl eine Lektion erteilt und klar versagt. Ihr beiden werden es natürlich nicht leicht haben. Mir ist ja egal, ob sie mich einsperren. Ich bin bereit. Es gibt Tage, da frage ich mich, warum ich tue, was ich tue. So, du erzählst mir jetzt gleich was zu Schuhen. Hey Mann, du wirst nicht erleben, dass mich 1, 2 Schuldsprüche kratzen. Aber was wäre, wenn man sie des Mordes für schuldig befindet? Hey, das ist auch eine Erfahrung, alles klar? Wie ein Ehrenabzeichen. Sie verhängen doch keine Todesstrafe, oder? Sie haben das nicht wirklich getan, oder? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also eins habe ich heute gelernt. Schweigen sagt mehr als alle Worte. Mann, mein Alter hat versagt. Er ist eine einzige Enttäuschung. Ich habe gehört, er will die Mafia verlassen. Nur meine Leiche. Es ist mein Lebensinhalt, ein echter Gangster zu sein und niemals abzutreten. Jetzt will mein Alter weich werden. Schön, soll er doch, ohne mich. An dem Tag, an dem ich aus dem Knast komme, an diesem Tag starten Alita und ich die nächste Generation der Familie Kentucky. Reden Sie nicht so, als wäre der Schuldspruch schon gesprochen. Um meinetwillen. So, jetzt gucken wir uns mal Schuhe an.
Wahrscheinlich kann er uns zu den Tretern nichts sagen, aber wir fangen mal trotzdem damit an. Ich begrüße mal den High Retinum Lord. Für den High Retinum Lord. Das hier. Es ist ein Schuhfetischist, wie viele gar nicht wissen. Deswegen gucken wir uns jetzt Schuhe an. Mann, das ist so Abweg. Wen interessiert's, Gangster? Er scheint mit etwas anderem beschäftigt zu sein. Ich frage mich, wie es meiner Alita wohl geht. Mann, wie ich sie vermisse. Okay, diese Dinger hier erkennen sie nicht zufällig, oder? Hey, und ob? Ich war es doch, der sie ihr gekauft hat. Ich habe diesen Satz erwartet. Für Frau Taila? Ja, ein Geburtstagsgeschenk. Sie hat verflixt kleine Füße. Verflixt, so niedlich, Mann. Diese Sandalen gehören also ihr? Ja, ich hatte so ein Gefühl. Was sollen denn diese komischen Schwingungen? So. Das heißt, du bist erledigt, ne? Das heißt, da ist nichts Neues. Richtig? Das heißt, jetzt gucken wir noch, ob Mr. Nudelstand da ist. So. Er ist nicht da? Okay. Mal gucken. Muss ich ihm doch noch was irgendwie antun? Mal gucken. Weil ich dachte eigentlich, der muss uns ja irgendwie die Akte erklären. Oder musst du mir erst noch was erzählen zu der Akte? Mann! Das ist so abwegig. Wen interessiert's, Gangster? Okay. Okay, das interessiert ihn einen Scheiß. Tja. Gucken, wo ist denn Mister? Nö. Die andere Akte? Welche andere Akte? Warte mal. Welche andere Akte? Stehen noch nicht ganz, aber ich werde mal gucken. Andere Akte? Welche Akte haben wir denn noch? Dossierbericht? Ah! Entschuldigung, natürlich, das wollte ich machen. Das wollte ich machen. Das wollte ich machen. Hat der Silver recht? Das war falsch. Das will ich machen. Hä? Was ist das denn? Eine Röntgenaufnahme? Moment. Genau, Woki. Das sind Sie. Hey, sieh mal, ich rauche nicht und so. Ich werde noch lange leben, stimmt doch. Ich glaube, er schnallt es nicht, Apollo. Ach, schauen Sie mal etwas genauer hin, insbesondere hier hin. Wo Krankenschwester steht. Unterschrieben von Alita Tiala. Aha, ihr Anwälte macht eure Hausaufgaben. Sie haben Frau Tiala also kennengelernt, als sie... Ja, ich habe sie in der Klinik kennengelernt. Na und? Können Sie uns etwas über die Umstände dieser Begegnung erzählen? Na gut, ich erzähle, wie wir uns kennengelernt haben. Dann rede mal. Ich wurde bei einer kleinen Wehrstreitigkeit mit einer anderen Familie angeschossen. Ich war bereit zu sterben, ist ja klar. Aber die Jungs kamen herein, holten mich raus und schleppten mich zum Doc. In die Miraktis-Klinik. Dort habe ich sie kennengelernt. Meinen gefallenen Engel. Sie meinen Alita Tiala. Zuerst hatte sie Angst vor mir. Wie ich jetzt weiß. Aber ihr wisst ja,
Der böse Bube bekommt die Damen. Richtig. Sie hätte sowieso genug von dieser Klinik. Also macht ihr hier voll klar, dass ich mich um sie kümmere. Krass konkreter Gangsterstil. Rate mal, was sie gesagt hat. Was hat sie denn gesagt? Na los, überleg mal. Sie hat es ganz leise gesagt, voll leise, alles klar. Ich kündige, wenn du mich heiratest. Das war also der Heiratsantrag? Du sagst es, ein Liebesschwur gleich dort im Krankenzimmer. Einfach so. Die OP wurde gemacht und wir waren weg. Tschüss und auf Wiedersehen. Was diese OP betrifft. Ja, die war dann noch nicht ganz so erfolgreich, was? Ich kenne den Befund. Ich weiß, dass sie noch in mir steckt. Die Untersuchung war eine Idee vom Boss, haben sie gesagt. Ja, kannst du dir das vorstellen? Warum soll man gesund leben, wenn man ein Gangster ist, verstehst du? Aber haben sie nicht bei der Untersuchung von der Kugel erfahren? Ja. Da wusste ich, dass dieser Doktor dafür bezahlen muss. Dachte mir, die könnten mir das Blei rausholen, nachdem ich mich gerecht hätte. Und hey, ich lebe immer noch auf großem Fuß, oder etwa nicht? Übrigens, war das das erste Mal, dass sie zu einer Untersuchung mussten? Ja, plötzlich hatte mein Alter diese Idee, dass wir alle untersucht werden müssen. Schätze, er wird alt. Noch älter, meine ich. So, jetzt müsste doch Captain Noodle da sein. So. Ja, da ist er. 16. Juni, Elduns Haus. Herr Eldun, wir haben schon überall nach Ihnen gesucht. Was ist los, Drüssi-Pümpchen? Apollo, zeig ihm mal, was wir gefunden haben. Es geht nicht um den Rat eines Experten. Ich glaube, er ist immer noch Arzt. Herr Eldun, alles okay mit Ihnen? Ich bin nur so glücklich. Ich dachte nur, meine Tage als Arzt wären für immer vorbei. Herr Eldun? So, dann erzähl mir mal was. Herr Eldun, könnten Sie sich das einmal ansehen? Eine Patientenakte. Hey, Sie dürfen hier einfach rumlaufen und so etwas aus Kliniken mitnehmen. Warum sind Sie plötzlich so still, Herr Eldun? Was? Was ist hier eigentlich los? Das wollen wir herausfinden. Die Patientenakte gehört zu meinem Mandanten. Er steht vor Gericht, wegen Mordverdacht. Vor Gericht? Das ist ja verrückt. Sie können ihn nicht vor Gericht stellen. Er ist SGWT. Was? SGWT? So gut wie tot. Er klopft schon an die Himmelspforte und gleich wird jemand aufmachen. Können Sie uns sagen, warum? Nun, aus der Sicht eines Chirurgen. Hören Sie mir gut zu, Junge. Na, sowas aber auch. Der ist ja auf einmal ganz anders. Okay. Nun, laut dieser Patientenakte ist es um diesen Wokikitaki nicht gut bestellt. Direkt neben seinem Herzen sitzt eine Kugel. Das stimmt. Ja, aber in der Akte steht etwas von einer Nachbehandlung. In anderen Worten, die Operation ist bereits geschehen. Aber die Kugel ist dort drin, ist immer noch zu sehen. Warum ist sie nach der Operation, bei der sie entfernt werden sollte, noch da? Nun, der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass die Operation zu gefährlich war. Was? Die Kugel hat sich einen schönen Platz direkt neben der Aorta gesucht. Mann, das Ding ist von Blutgefäßen nur so umgeben. Ein kleines Wunder. Nur 2 Millimeter zu jeder Seite und es gibt da drinnen ernsthafte Blutungen. Keine Sache, mit der ein gewöhnlicher Arzt zu tun haben möchte. Sie meinen also, wie durch ein Wunder ist diese Kugel dort hineingekommen. Und es bräuchte mehr als ein Wunder, sie herauszubekommen. Nämlich einen Zauberer. Ich kann Kaninchen verschwinden lassen. Mit Kugeln sieht's da schlecht aus. Das Herz schlägt und die Lunge arbeitet. Da ist die Kugel natürlich in Bewegung. Ich gebe ihm noch ein halbes Jahr, höchstens. Aber Wokis Operation war schon vor einem halben Jahr. Deshalb sag ich ja, dass sie keine Zeit mehr haben. Dieser Junge sollte nicht vor Gericht sitzen. Er sollte auf dem Operationstisch liegen. Na, großartig. Einfach großartig. Wie konnte Dr. Meraktis nur so was Grausames tun? Wie konnte er die Kugel einfach drinnen lassen?
Ich kann mir gut vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Eine Notoperation. Er öffnet die Brust des Jungen auf dem Operationstisch. Dann findet er die Kugel. Das, Tussi-Püppchen, ist nackte Verzweiflung. Verzweiflung? Den Jungen wieder zuzunähen, war so ziemlich die einzige Möglichkeit für ihn. In seiner Situation konnte er nicht zugeben, dass er die Kugel nicht entfernen konnte. Die Kitakis. Genau. Dieser Junge ist ihr einziger Sohn, soviel ich weiß. Also lässt er die Operation ausfallen und Woki darf wieder zurück auf die Straße. Natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sein Herz blutet und er ins Gras beißt. Wie tragisch. Und zu welchem Arzt würden sie ihn dann bringen? Zu Miraktis? Er hat gute Verbindungen zu ihnen, er könnte die Wahrheit wahrscheinlich vertuschen. Das ist schrecklich. Er wollte Woki sterben lassen? In dieser Welt gibt es etwas Dunkles, Drüsi-Püppchen. Unersättlich lauernd. Verglichen damit sind die Revierkämpfe dieser Gangster-Kinderkram. Wenn du gegen das wahrhaft Böse kämpfst, nun, dann ist es egal, ob du stark oder schwach bist. Es erwischt jeden. Sie waren Chirurg, richtig, Herr Erdun? Sie könnten Woki also operieren, nicht wahr? Ich wünschte, es wäre so. Was? Ich befürchte, in diesem Land gibt es niemanden, der das könnte. Vielleicht nicht einmal auf der ganzen Welt. Also Woki? Er hat ein riesiges Glück, noch am Leben zu sein. Nein. Es gibt da ein Problem. Apollo? Diese Patientenakte sehen Sie. Was unter Krankenschwester steht? Alita Tiala. Das stimmt. Sie haben sich bei dieser Operation kennengelernt. Ja, das Problem ist nur, sie wusste Bescheid. Sie wusste über Wokis Zustand Bescheid. Garantiert. Ah. Warum hat sie es eben nicht gesagt? Das ergibt keinen Sinn. Doch, gibt es. Doch, gibt es. Wenn sie es wusste, dass ihr Patient in großer Gefahr schwebte, sollte sie normalerweise auf eine zweite Operation vor der Verlobung bestehen. Was hat sie sich gedacht, Apollo? Was hast du dir dabei gedacht, Alita Tiala? Das finden wir jetzt raus. So, mein Kind. Ich nehme einen Schluck aus der Pulle. Der Silver sagt, es geht immer nur ums Geld. Es geht auch um andere Sachen. Aktien, Gold, NFTs. Fragt mal den Hyretorum Lord. So. Das Metaverse of Madness, genau. So. So, ab zum Gericht. Ich möchte gern, das mit der Episode macht mich immer... Das haben die doch früher anders formuliert, oder nicht? 17. Juni, 9.52 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Heute ist er, der Tag der Entscheidung. Hast du etwas Schlaf gekriegt? Ja, ich bin so gegen 1 Uhr ins Bett. Oh, wann bist du aufgestanden? Um 3 Uhr. Das sind nur 2 Stunden, Apollo. Aber du hast ja noch mich. Und Mr. Hut. Und den unglaublichen Herrn Hut. Schau mir in die Augen, Kleiner. Viel Glück heute, Apollo. Diese Stimme. Hey, etwas Schlaf gekriegt? Herr Wright. Ich wurde aus der Klinik gehen lassen und dachte, ich schau mal vorbei. Bin ansonsten vollkommen mit Steel Samurai Wiederholungen beschäftigt. Paps, weißt du, wen Staatsanwalt Gavin heute als Zeugen geladen hat? Rate mal. Vielleicht Little Plum? Haha. Mutter Dampfwalze? Nee, versuch's nochmal. Schade, aber wo wir schon bei Müttern sind, sollte sich langsam mal um eine neue Mutter für mich kümmern, Paps. Der Tag hat gerade erst begonnen und du bist schon wieder bei dem Thema, Trucy. Irgendwie kaufe ich den beiden diese Vater-Tochter-Beziehung nicht ganz so ab. Herr Wright, wissen Sie, wer Zeuge der Anklage ist? Alita Tiala, die Verlobte des deines Mandanten. Sie ist eine der Zeugen? Aber das ist seltsam. Warum sollte sie gegen ihren eigenen Verlobten aussagen? Keine Ahnung, was Gavin vorhat. Heute passiert etwas Entscheidendes, so viel steht fest. Naja,
Kein Grund zur Sorge. Immerhin habe ich mein Höschen wieder. Wenn wir keinen Mörder finden, ziehe ich einfach einen aus dem Höschen. Natürlich, so funktioniert das. 17. Juni, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4. Die Verhandlung im Fall Woki Kitaki wird hiermit fortgesetzt. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist zum Auftritt bereit und wir haben ein ausverkauftes Haus. Sehr gut, dann wollen wir nochmal rekapitulieren. Nachdem der gestrige Zeuge von allen Parteien bisher am schuldigsten schien... Schuldig des Höschendiebstahls? Konnten wir immerhin eine Sache mit absoluter Sicherheit feststellen. Zur Tatzeit waren im Park 3 Personen anwesend. Der Zeuge, das Opfer und der Angeklagte. Korrekt, euer Ehren. Und heute möchte ich etwas leicht Esoterisches versuchen. Ich würde dieses schreckliche Verbrechen gerne einmal von außen betrachten. Von außen? Die Beschaffung der Mordwaffe, die Vorbereitung der Tat. Der arme Angeklagte hat bereits alles gestanden. Und zwar seine Auserkorenen. Seine Auserkorenen? Seine Ausgegorenen? Seiner Verlobten, euer Herr Richter. Seiner lebenslang Erwählten. Ohne Bewährung. Also gut, rufen Sie die Glückliche in den Zeugenstand. So, dann wollen wir mal, Hase. Ihren Namen und Beruf, Miss. Alita Tiala, mein Beruf, zukünftige Ehefrau. Da ja nur Männer im Chat sind und wahrscheinlich Frauen, die sie zurückhalten, ist dies ein Beruf? Ihr könnt ja mal selber entscheiden. Ah, traditionelle Werte. Meine Hochachtung. Ja, alles klar. Heutige Ehefrauen können nicht mehr Körbe flechten. Blind, unter Wasser. Natürlich, und dabei noch Orangen jonglieren oder was? Klar. Und trotzdem wollen Sie heute als Zeuge der Anklage aussagen? Ehrlich gesagt wollte ich zuerst überhaupt nicht aussagen. Aber ich konnte die Wahrheit einfach nicht für mich behalten. Ehrlichkeit, noch eine bemerkenswerte Eigenschaft. Mademoiselle, stimmt es, dass Ihnen am Tag des Verbrechens der Angeklagte Woki Kitaki seine Pläne gestanden hat? Seine Mordpläne? Ja. Dann möchte ich die Zeugin um ihre Aussage bitten. Ja, dann wollen wir mal gucken, was du Tolles erzählst. Wokis Plan. Es war an dem Tag, an dem wir die Ergebnisse vom Familiengesundheitscheck erhielten. Als Woki herausfand, dass Dr. Meraktis gelogen hatte, drehte er durch. Dem Zeikis schrie er. Er nahm eine der Pistolen aus dem Familienbesitz. Und was dann jener Nacht passierte, wissen Sie ja bereits. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, als dass Woki es getan hat. Also gehörte die Pistole der Familie Kitaki. Ja, aus diesem Grund läuft bereits eine Durchsuchung des Kitaki-Anwesens. Es besteht Verdacht auf illegalen Waffenbesitz. Und die Kugel, die dem Opfer das Leben nahm, stammt sie? Aus der Pistole, die sich der Angeklagte beschafft hat. Ja, das ist erwiesen. Wie kann das erwiesen sein? Projektile tragen Spuren der Waffe, aus der sie stammen, sogenannte Riefenspuren. Riefenspuren? Der Fingerabdruck einer Waffe, könnte man sagen. Auf jeder abgefeuerten Kugel zu finden. Und wann haben Sie zum ersten Mal vom Wokis Plan gehört? An dem Tag, an dem der Mord geschah. Ich hätte ihn abhalten müssen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er es wirklich tun würde. Na schön. Die Verteidigung kann mit dem Kreuzfeuer beginnen. So, Mädel, da wollen wir noch mal gucken. Du wirst uns doch nicht anlügen, ne? Moment mal! Das war an dem Tag des Mordes, richtig? Ja, an dem Tag erhielten alle Familienangehörige die Gesundheitscheck-Ergebnisse. Als Woki seins sah, wurde er leichenblass. Natürlich. Schließlich hatte er gerade erfahren, dass er eine Kugel im Brustkorb hatte. Und Sie befanden sich zu jedem Zeitpunkt dort? Ja, armer Woki. Moment mal! Das muss ganz schön bedrohlich gewirkt haben. Er flippte aus. Er hat den Bericht zerrissen. Weswegen er ein weiteres Exemplar für die Akten anfordern musste. Ein mühsames Unterfangen, das sich aber ohne Klagen erledigte. Woki ist in einem Alter, in dem man ihn kaum kontrollieren kann, wenn er wütend ist.
Aber diese unkontrollierten Ausbrüche machen ihn ja auch so attraktiv. Toll, jetzt denken alle, er wäre ein Psychopath. Moment mal! Ist es einfach, an diese Pistolen zu kommen? Es gibt ein System, das man den Zugang beschränken soll. Aber Wocky ist ein Sonderfall. Immerhin ist er der zukünftige Erbe. Die Sonderbehandlung könnte ihm etwas zu Kopf gestiegen sein, nicht wahr? Vielleicht ist er ein wenig verzogen. Ich habe gehört, dass er zu seinen Geburtstagen immer sehr ausgefallene Geschenke bekam. Letztes Jahr bekam er ein Klappmesser aus Kaugummi und einen Schokoladengrabstein. Hört sich an, als hätte er die Vorliebe für Süßes und Gefahr. Für uns ist einzig wichtig, dass Wocky Zugang zu dieser Waffe hatte. Moment mal! Was dann passierte? Damit meinen Sie den Mord, oder? Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Das müssen Sie mir glauben. Aber Wocky wollte nicht zuhören. Unser Angeklagter war anscheinend aufs Äußerste entschlossen. Sie haben sich wirklich nicht das Geringste vorzuwerfen, Frau Tiala. Er und der Richter und seinen Geschmack, ne? Also, unglaublich. So. Moment mal! Wie können Sie sich da so sicher sein? Wie? Jenny, wagen Sie es ja nicht, die junge Miss anzugreifen. Der Angeklagte war derjenige, der die Pistole nahm. Ah, Wocky, nicht wahr? Diese Tatsache können wir als erwiesen ansehen. Ich denke, das können wir. Besteht eine Möglichkeit, dass jemand anderes das Opfer mit jener Pistole erschossen hat? Nein, einfache Logik. Klar. So scheint es zu sein. Hat die Verteidigung zu diesem Punkt irgendwas zu sagen? Hätte jemand anders die Pistole benutzen können? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sonst geht doch unser Ding gar nicht auf. Wenn man von ihrer Aussage ausgeht, gab es eindeutig eine weitere. Eine weitere Person mit der Zugang zu jener Pistole. Was wird das? Interessant. Fragen wir doch mal nach. Sagen Sie dem Gericht doch, wer diese andere Person war, die Zugang hatte. Tja, ich glaube, ihr wisst das. Wer sonst? Nimm das! Ich meine natürlich Sie, Frau Tiala. Mich? Aber das ergibt sich eindeutig aus Ihrer Aussage. Am Tag des Mordes hörten Sie durch den Angeklagten von der Pistole. Mit anderen Worten, Sie wussten, was er vorhatte. Nur um das nochmal klarzustellen. Sie wollen uns erzählen, dass diese Dame ihrem Verlobten die Pistole gestohlen hat. Um in dem Namen einen kaltblütigen Mord zu begehen. Ich habe schon viel seltsame Dinge gehört, die Menschen aus Liebe getan haben, aber das? Das scheint ein wenig sehr unwahrscheinlich. Ich bin bestimmt ein großer Romantiker und würde alles für meine Ehefrau tun, aber beim Mord würde ich dann doch zögern. Hoffentlich bliebe es nicht bei einem Zögern. Aber was wäre, wenn man noch eine weitere Verbindung beweisen könnte? Eine Verbindung der Zeugin zum Opfer zum Beispiel. Vielleicht gab es ja ein persönliches Motiv, ihrem Verlobten zu helfen. Das würde die ganze Sache in ein anderes Licht stellen. Welche mögliche Verbindung deuten Sie hier an? Weißt du, was ich langsam zu glauben beginne? Ich beginne zu glauben, dass die Polizei nie einen Blick in den Safe geworfen hat. Ich habe Beweise, die eine Verbindung zwischen der Zeugin und Opfer belegen. Joa, einmal bitte den Bericht. Das sieht aus wie eine Patientenakte. Gefunden in einem Safe in der Meraktis-Klinik. Ich würde die Aufmerksamkeit des Gerichtes gerne auf den Namen der Akte lenken. Auf der Akte lenken. Was? Frau Tiala, wie kommt Ihr Name auf diese Akte? Nun, können Sie uns erklären, was das bedeutet, Frau Tiala? Ich bin nicht sicher, was Sie mit bedeuten meinen, Herr Justice. Unsere heiße kleine Verlobte ist gerade zu Eiserstaat. Ich habe bis vor einem halben Jahr in der Klinik gearbeitet. Es war langweilig, also habe ich gekündigt.
Das alles. Ist das ein Problem? Portiala, Sie haben ausgesagt, Sie hätten keine Verbindung zum Opfer. Hab ich auch nicht. Nicht mehr. Nicht mehr? Ich habe vor einem halben Jahr gekündigt, oder? Also gibt es keine Verbindung mehr. Lassen Sie mich raten, Sie gehören zu den Typen, die keine Ruhe geben. Bevor Sie nicht restlos alles über die Vergangenheit Ihrer Freundin wissen. Hab ich recht? Das ist eine bösartige Unterstellung, also ich... Ich akzeptiere die. Dich mit Liebe, mit all meinen... Das ist... Der Richter kann auch manchmal geil werden. Keine Verbindung mehr haben? Hat vor Gericht keinen Wert. Hat keinen Wert? Die Frau ist eine echt harte Nuss. Sie fühlt sich bei den Kitakis bestimmt richtig zu Hause. Sie haben ihre Stelle in der Miraktis-Klinik gekündigt, das ist wahr. Aber sie bleiben trotzdem auf gewisse Art und Weise in Verbindung. Also gut, Herr Justice. Legen Sie uns einen Beweis für die Verbindung der Zeugin zur Miraktis-Klinik vor. Ja, die geklauten Sandalen. Und die geklauten Kartoffeln. Sterni, diese angebliche Spur führt weder zur Wahrheit noch zu einer langen Anwaltskarriere, nicht wahr? Herzlichen Dank. Würden Sie mir diesmal die Ehre gestatten? Warum nicht? Wäre bestimmt eine nette Abwechslung. Wunderbar. Rock'n'Roll! Danke, ich nehme das nächste Mal wieder mehr von der normalen Strafe vorlieb. Also gut, Herr Justice, versuchen Sie es nochmal. Nicht doof? Hä? Ah, okay. Die Schuhe. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Habe ich falsch rumgedacht. Okay. Die Sandalen wurden von dem Empfang in der Miraktis-Klinik gefunden. Sie gehören nicht zufällig Ihnen. Ah! Keine Ahnung. Es gibt bestimmt jede Menge Leute, die solche Sandalen haben. Es tut mir leid, Miss. Aber Ihre Vorstellung zieht nicht. Ihr Moment des Zögerns hat Sie verraten. Was ist mit Ihnen los? Ich dachte, Sie wären auf meiner Seite. Ihnen ist vielleicht noch nicht bewusst, dass Zehenabdrücke hinterlassen. Eine simple Untersuchung dieser Sandalen wird uns die Wahrheit offenbaren. Aha, jetzt enthüllen Sie Ihr wahres Gesicht. Es war von Anfang an ein Fehler, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich wollte doch nur, dass Sie Wocki wieder auf den rechten Weg bringen. Das Gericht denkt, Sie sollten sich um größere Sorgen um sich als um Wocki machen. Es scheint, als müssten Sie uns zu dieser Geschichte noch ein wenig mehr erzählen. Ihre Sandalen wurden vor dem Empfang in der Miraktis-Klinik gefunden. Was bedeutet, dass Sie am Tag des Mordes dort waren. Tja, es ist wohl sinnlos, das abzustreiten. Na schön, die Zeugen sollen uns von Ihrem Besuch erzählen. Warum sind Sie an diesem Tag in der Miraktis-Klinik gewesen? Okay, dann wollen wir mal. Was erzählt sie denn jetzt? Ich bin an jenem Tag in die Klinik gegangen. Das erste Mal seit meiner Kündigung. Ich wollte Dr. Maraktis warnen. Ich wusste ja, dass Wocki die Pistole hatte. Der Doktor war ein ängstlicher Mann, zu ängstlich, um seinen Fehler zuzugeben. Warum hätte ich sonst dorthin gehen sollen? Ich habe nichts zu verbergen. Ich wollte ihm sagen, dass er vorsichtig sein soll. Aus alter Freundschaft. Naja. Naja, also verbergen hattest du schon was. Mit Fehler meinen Sie? Den Fehler, von dem uns der Angeklagte erzählt hat? Die verfuschte Operation? Er war ein ängstlicher kleiner Mann, aber ich wollte nicht, dass ihm etwas geschieht. Ich dachte nur, dass ich es ihn wissen lassen sollte, verstehen Sie? Das klingt plausibel. Ja, aber es gibt immer noch etwas, das nicht ganz so plausibel klingt. Und das wäre das, Staatsanwalt Gavin? Die in der Lobby vergessenen Sandalen, versteht sich.
Wir dürfen davon ausgehen, dass sie in diesen Sandalen zur Klinik gegangen ist, ja? Warum hatte sie den nicht auch auf dem Heimweg an? Ich wäre darin heimgegangen. Ich wäre auch in diesen Sandalen heimgegangen. Warum sind die Sandalen also dort geblieben? Ah, er hat den Widerspruch vor mir aufgedeckt. Dafür sollten Sie besser eine gute Erklärung parat haben, meine ich. Nun, zum Beispiel, waren dort zufällig ähnliche Sandalen, die Sie aus Versehen angezogen haben? Ach ja, stimmt ja. Ich bin beeindruckt, Herr Gavin. Ach, keine Ursache. Denn es gibt ja keine andere mögliche Erklärung. Oder, Stirni? Oh hey, was soll das? Das ist nicht fair. Er stopft die Löcher in Ihre Aussage. Die Verteidigung darf mit ihrem Kreuzfeuer beginnen. So, dann wollen wir mal. Moment mal! Wie spät war es ungefähr, als Sie zur Klinik gegangen sind? Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber es war nach 21.30 Uhr, glaube ich. Und das war der erste Kontakt zu Dr. Meraktis nach einem halben Jahr? Ganz genau. Er war nicht der Typ von Chef, mit dem man sich anfreundet. Nun, warum sind Sie also an jedem Tag in die Klinik gegangen? Moment mal! Wollten Sie, dass Herr Meraktis flüchtet? Nun, nachdem ich versucht hatte, Wocki aufzuhalten, dachte ich, das wäre die einzige Möglichkeit, das Problem zu vermeiden. Hätten Sie nicht anrufen können? Warum sind Sie persönlich dorthin gegangen? Ich habe an jedem Abend mehrmals angerufen, aber es war niemand dort. Das Opfer war bis etwa 21 Uhr mit dem Auto unterwegs. Erinnern Sie sich? Das wurde gestern durch den Spiegel bewiesen, nicht wahr? Ich dachte, wenn ich ihn warne, würde er sich gewiss aus dem Staub machen, wie ich den Doktor kannte. Sie meinen die Operation von Wocki. Wenn Herr Wocki einfach gleich die Wahrheit gesagt hätte, wäre das alles nicht passiert. Stimmt schon. Mit dieser Operation hat alles angefangen. Oh, wenn er es ihm noch gesagt hätte, wäre er wohl schon viel früher von den Kitakis ausradiert worden. Ein beunruhigender Gedanke. Wir wissen, dass die Meraktis-Klinik Verbindungen zur Familie Kitaki unterhielt. Er hätte wahrscheinlich nicht zur Polizei gehen können, auch wenn er es gewollt hätte. Deswegen wusste ich ja, dass ich ihn warnen musste. So, das ist eine Lüge. Moment mal! Nichts zu verbergen, hm? Sie können mich genau unter die Lupe nehmen, Herr Justice, und werden doch nichts finden. Sie verheimlicht etwas, das weiß ich genau. Ich muss doch irgendwas haben, was das beweist. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Als ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich nur einen Gedanken. Kind. Wir hauen dir mal was um die Ohren. Und zwar, wo dein Name draufsteht. Einspruch! Diese Patientenakte wurde im Safety-Büro des Doktors gefunden. Ja? Warum hätte nur diese eine Patientenakte im Safe liegen sollen? Fortiala, Sie wissen, warum sie dort drin war, nicht wahr? Würde Sie Ihnen das auswarnen, mir das näher zu erläutern? Dr. Meraktis hatte nicht die Angewohnheit, Fehler zu machen. Deswegen hat er einen falschen Bericht verfasst und die Wahrheit weggesperrt. Böser Herr Doktor. Und da kamen dann Sie ins Spiel, Frau Tiala. Die Krankenschwester, die diese Akte angelegt hat, waren Sie. Was bedeutet, dass Sie über Wockis verfuschte Operation Bescheid wussten? Interessant. Fast wie so ein Kriminalfall, ne? Sie waren in derselben Lage wie Dr. Meraktis. Das ist nicht so leicht zu behaupten, es gäbe keine Verbindung, oder? Für einen Neuling sind Sie ganz schön kühn. Das muss ich Ihnen schon sagen. Herr Justice, Sie müssen wissen, dass ich nur eine Krankenschwester war. Der Doktor ist für den Inhalt der Patientenakte zuständig. Dennoch viel Verantwortung.
Bitte berichtigen Sie Ihre Aussage dahingehend. Wie schade, kleiner Anwalt. Danke. Also, wir wissen, was zu tun ist. Okay. Alles klar. Mein Armband schlägt schon wieder an. Was ist denn, Apollo? Ich habe gerade gespürt, wie mein Armband gezuckt hat. Dein Armband? Genau wie gestern. Genau wie du es gesagt hast. Wenn ein Zeuge unsichtig ist, dann verrät ihn sein nervöser Tick. Aber ich kann nichts erkennen, Apollo. Worauf reagiert mein Armband denn dann? Moment. Ja, das muss es sein. Was muss es sein? Deine Sinne, Apollo. Sie müssen schärfer sein als meine. Hä? Ich kann es nicht sehen. Aber du kannst es spüren. Da wäre ich mir nicht so sicher, Trucy. Hör mir zu, Apollo. Irgendwo in Frau Tialas Aussage ist ein Schwachpunkt. Und wir wissen nicht, was ihr nervöser Tick ist. Tja, was machen wir jetzt? Du musst ihn selbst wahrnehmen, Apollo. Mit deinen eigenen Augen und deinen Sinnen. Da liegt es jetzt an mir und meinem Armband. Ich weiß nicht warum, aber das Armband hilft mir. Wenn ich das Armband berühre, hilft es mir dabei, mich zu konzentrieren. Ich werde mal versuchen, die Aussage zu zerpflücken. So. Warum sollte ich jetzt wegen einer 6 Monate alten Akte in die Klinik gehen? So. Okay, gucken wir. Aha. Nochmal anhören. Ja, da ist er. Wir haben ihn. Ach so, er muss ich drücken. Mist! Elijah Wood bei Among Us? Oh, geil. Genau, spielt mit dem Ring rum. Aber Sie wissen doch genau, warum Sie jetzt dorthin gehen mussten, oder? Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Das war ganz klar, Frau Tiala. Sie haben einen nervösen Tick. In dem Moment, als Sie das Wort jetzt sagten, hat Ihr rechter Daumen mit dem Ring herumgespielt. Was? Sie war verunsichert. Ich hab's genau gesehen. Jetzt ist das Schlüsselwort. Die Patientenakte war kein Teil ihrer Vergangenheit. Sie war ganz eindeutige Bedrohung. Das ist lächerlich. Wenn das so wäre, warum sollte ich 6 Monate warten, bis ich etwas unternommen hätte? In der Tat. Hä? Das heißt, dass in jüngster Zeit etwas passiert sein muss. Etwas, wodurch die Patientenakte jetzt zu einem Problem für sie geworden ist. Jetzt habe ich sie soweit. Das spüre ich. Es ist an der Zeit, ihr den Todesstoß zu versetzen. Mit Beweisen. Frau Tiala, es ist sinnlos zu versuchen, es zu verbergen. Die Akte wurde jetzt zu einer Bedrohung für sie, wegen dem hier. Ja. Das ist doch das, ne? Dass der in 6 Monaten stirbt. Weswegen? Die Augen eines Habenichts und das Gehirn einer Kröte. Okay, Moment. Ja, das haben wir durch. Jetzt ist es die andere. Okay, alles klar. Stimmt, also er zeigt die selber, ja, es ist die andere. Na komm. Nimm das!
Ein Untersuchungsbefund, der dem Angeklagten gehört. Die Kitakis versuchen, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Die Untersuchung in diesem Monat war ihr erste überhaupt. Was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben? Oh, nichts. Warum hätte ich etwas denken sollen? Oh, ich könnte mir vorstellen, dass Sie völlig außer sich waren. Denn Sie hatten panische Angst. Sie wussten, was beim Röntgen von Wokis Brust ans Licht kommen würde. Seit der OP war ein halbes Jahr vergangen. Sie dachten, Sie wären fein raus. Als die Vergangenheit Sie plötzlich in Form dieser Patientenakte eingeholt hat. Eric! So. Das ist alles, euer Ehren. Was denn jetzt passiert? Hat die Zeugin gerade zugegeben, dass sie gelogen hat? Ich habe es gespürt. Stanley hat eine tolle Aura ausgestrahlt. Cool. Die Dame hat also gelogen, wie es scheint. Das stimmt. Sie sagte, sie hätte keine Verbindung zu Maraktis Klinik gehabt. Doch ihre Verbindung war wirklich stark. Ein bisschen zu stark. Wenn die Kitakis die Akte mit ihrem Namen darin in die Hände bekommen hätten, wäre das ihr Ende gewesen. Stimmt doch, Frau Tiana. Sie haben es erraten. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Ich hab's geschafft. Ich habe ihre Aussage geknackt. Fantastisch, Apollo. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Glaubt doch wohl nicht, dass wir jetzt schon fertig sind, oder? Ich kenne das Game noch. Paps hatte recht, was dich betrifft. Moment! Ich hätte die Wette so gewonnen. Noch? Gib die nicht auf. Portiala! Es ist wahr. Diese Patientenakte war ziemlich ungünstig für mich. Deswegen bin ich auch in jedem Tag zum Doktor gegangen. Das ist alles. Ich habe ihn über Wocki informiert und bin wieder nach Hause gegangen. Es sieht so aus, als wäre das Kreuzfeuer noch lange nicht vorbei. Was? Sie hat uns die Wahrheit verheimlicht, das steht fest. Doch, es ist nicht klar, dass diese Wahrheit etwas mit dem vorliegenden Fall zu tun hat. Na gut, die Zeugin wird das ihrer Aussage hinzufügen. Und wir machen noch etwas weiter mit dem Kreuzfeuer. Ja, ich war so nah dran. Du bist immer noch nah dran. Lass nicht locker, Apollo. So, was erzählt sie denn? Es ist überhaupt nichts passiert. Ich habe ihn gewarnt und bin weggegangen. Nee, das kann ja nicht stimmen. Was haben wir denn? Das ist alles Quatsch. Das ist Quatsch. Sollen wir mit der Kugel arbeiten? Der Silver sagt Peng. Das ist, glaube ich, das reicht, glaube ich, als Hinweis. Sie behaupten, im Büro des Doktors wäre nichts passiert. Da bin ich anderer Meinung. Sehen Sie sich das an. Was ist das? Das sieht ja aus wie eine zusammengequetschte Tonkugel. Irgendwie ein bisschen so wie Sie. Diese Kugel wurde im Büro der Meraktis-Klinik gefunden. Irgendetwas in diesem Büro passiert? Frau Tiana? Genug herumgealbert. Die Polizei hat in der Klinik ermittelt. Diese Kugel steckte innen im Safe des Doktors. Innen im Safe? Ich glaube, die Polizei hat dort nicht nachgesehen. Aber da gibt es ein Problem. Wie können Sie behaupten, dass die Kugel an jedem Tag abgefeuert wurde? Waren nicht Sie derjenige, der uns die Riefenspuren erläutert hat? Die Pistole wurde an jedem Tag aus dem Kitaki-Anwesen entwendet.
Wenn die Riefen an dieser Kugel mit der Mordwaffe übereinstimmen, beweist das, dass an jedem Tag in diesem Büro eine Feuerwaffe abgefeuert worden ist. Nicht übel, Stirni. Gerichtsdiener, lassen Sie diese Kugel sofort untersuchen. Minuten später. Ein Bericht wird vorgelegt. Die Projektilriefen sind an den beiden Kugeln identisch. Also, selbe Waffe. Nun, es scheint, als wäre die Kugel im Safe aus der Mordwaffe abgefeuert worden. Vielleicht möchte die Verteidigung erläutern, worauf sie hinaus will. Die Kugel in jedem Safe beweist eines. Eine Pistole wurde an jedem Tag in dem Büro abgefeuert. Und zum Zeitpunkt des Abfeuerns war der Safe offen. Der Safe, in dem sich die absolut geheime Patientenakte befand. Glauben Sie, dass irgendjemand Dr. Merktes bedroht hat, um den Safe zu öffnen? Nur eine Person war in der Lage, so etwas zu tun. Unsere Zeugin Alita Tiala. Klar, sie hatte den in der Hand. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Herr Justice, worauf wollen Sie hinaus? Beschuldigen Sie etwa die Zeugin? Ja, die ganze Zeit schon. Alita Tiala wusste von Wokis verfuschter Operation. Sie hat sich mit ihm verlobt, ohne ihm davon zu erzählen. Solange sich diese Kugel in seiner Brust befand, waren seine Tage gezählt. Was wäre gewesen, wenn sie geheiratet hätten und die Kugel hätte ihr Ziel erreicht? Was? Das erinnert mich an etwas. Offensichtlich sind die Kitakis dabei, sich jetzt legalen Geschäften zu widmen. Sie verdienen gerade eine Menge Geld. Ein Vermögen, wenn sie so wollen. Wie schändlich! Sie hatte also vor, ihn zu heiraten, um an sein Vermögen zu kommen? Wer war das jetzt? Ach, er! Natürlich, den Trottel haben wir auch noch. Ihr redet nur Müll über meine Alita! Ich werde dich verklagen! Rechtsdreher, Rechtsverdreher! Hä? Mich? Ja, genau! Du hast gesagt, dass du meine Alita angraben willst! Glaub, das habe ich nicht. Bestimmt nicht. Sekunde. Ah. So, dramatische Pause beendet. Ich glaube, Sie meinen Anklagen. Ist doch dasselbe. Du kannst sie nicht haben. Sie gehört mir. Ich war's. Ich habe diesen Doktor erschossen. Ich. Ich hätte mich sterben lassen. Also ließ ich ihn auch dort in dem Park sterben. Bocky. Beruhigen Sie sich doch ein wenig. Lass deine schmutzigen Hände von meiner Alita sonst. Wer ist Hai? Frau Diala? Tut mir leid. Es ist schon so lange her, dass ich beim letzten Mal so gelacht habe. Was ist denn so lustig? Foki, wach auf und riech mal meine Realität. Alita, Baby? Die Unterschrift auf der Patientenakte. Die Verlobung. Ich meine, komm schon. Das ist doch so offensichtlich. Selbst für einen hirnlosen, verzogenen Bengel wie dich. Alita? Ihre Aufrichtigkeit ist wie eine Brise übel riechender Luft, Miss. Hey. Ich wäre sowieso nicht sauber aus der Sache rausgekommen. Sie sind also tatsächlich hinter dem Familienvermögen her? Genau so ist es. Es ging mir um das Geld. Unmöglich. Das ist mir zu krass. Ich will das nicht hören. Wir hätten früher heiraten sollen. Nun gut. Übrigens, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wem? Mir? Ich glaube, Sie haben gesagt, Sie würden mich angraben. Anklagen. Was habe ich denn für ein Verbrechen begangen, wenn ich fragen dürfte? Hä? Ich bin ein böses Mädchen, ja. Ich habe mich wegen des Geldes an den Bengel rangemacht. Aber er war doch derjenige mit der Pistole. Er muss sie abgefeuert haben, nachdem ich die Klinik verlassen hatte. Was? Ich würde so etwas niemals tun. Es war dieser dumme Bengel. Moment. Aber was reden Sie denn da? Juicy. Sie hatten am meisten zu verlieren, hätte man diese Patientenakte gefunden. Aber ich hatte keine Pistole oder etwa doch. Nun, Sie hätten die von Wocky nehmen können.
Das hätte er doch wohl erwähnt, oder? Nicht. Er hat nur gesagt, ich war's. Ich habe ihn erschossen. Das hat er nun getan, um Sie zu beschützen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich in diese nette Unterhaltung einmische. Aber Sie beide vergessen einen entscheidenden Punkt. Welchen Punkt? Natürlich wollte die Miss die Patientenakte. Sie sagen, sie hätte den Doktor bedroht, um den Safe öffnen zu lassen. Doch hätte sie dann nicht die Akte mitgenommen? Oh. Verstehen Sie? Jene Akte wäre nicht in dem Safe zurückgelassen worden. Ah! Er hat recht. Portiala? Ja? Dem Gericht ist klar, dass Sie keine besonders gute Verlobte sind. Oh, Sie schmeicheln mir. Vielleicht wäre es an der Zeit, uns die Wahrheit zu sagen. Erzählen Sie uns, was Sie an jedem Tag gemacht haben und wo Sie jeweils waren. Vergessen Sie bloß nicht, dass wir schon bewiesen haben, dass Sie am Tag des Mordes der Meraktis-Klinik waren. Okay. Dann wollen wir mal. Noch gibt sie nicht auf. Ja, ich bin an jedem Tag in der Klinik gewesen, um mit dem Doktor zu sprechen. Ich wollte diese Akte, also bin ich später nochmal in die Klinik zurück. Aber ich habe nicht geschossen. Es gibt keinen Beweis, dass ich die Pistole genommen habe. Und dieser Bengel wurde zum Zeitpunkt des Verbrechens im Park gesehen. Ich glaube nicht, dass es von Bedeutung ist, ob er Dr. Meraktis an der Schläfe traf. Okay. Sie sind später nochmal zurück? Die Akte war gefährlich. Verstehen Sie nicht? Ich musste sie loswerden. Darum bin ich an jedem Tag nur dort hingegangen. Aber Sie haben die Akte nicht bekommen, nicht wahr? Und später in der Nacht wurde Dr. Meraktis erschossen. Ich habe davon gehört, wartete einen Tag, aber dann musste ich nochmal hin. Das war nicht einfach mit der Polizei überall. Ach, Sie waren das! Ah, Apollo, das Geräusch! Es kommt von hinter dieser Tür! Da ist jemand drin. Einbrecher! Er ist durchs Fenster raus. Sie waren also der Einbrecher. Das waren Sie beide? Hätte ich nur eine Minute länger Zeit gehabt. Dann hätte ich den Safe öffnen und die Akte herausholen können. Was? Aber das Haus Friedensbruch, das gehört sich nicht. Oh, geht es in diesem Prozess jetzt um Haus Friedensbruch? Außerdem, Sie können einem Mädchen nicht vorwerfen, sich selbst zu schützen. Das sind Gangster, verstehen Sie? Wie dem auch sei, Herr Justice, Ihr Kreuzverhör. Lieber das kleine Übel zugeben, um dem großen Übel zu entgehen, ha? Huh? Okay. Okay. Also noch weiß ich noch nicht ganz, wo sie gelogen hat. Also, sehen Sie in der Klinik gewesen? Das stimmt. Moment mal! Warum an jenem Tag? Der Bengel war unberechenbar. Er war bereit zu töten. Und das hätte die Polizei ins Spiel gebracht. Und die Akte wäre zum Beweismittel geworden. Und ich hätte mit schweren Konsequenzen rechnen müssen. Was schnief. Aber die Polizei hat den Safe nicht untersucht, nicht wahr? Sie sind davon ausgegangen, dass sich das Verbrechen im Park ereignete. Ich werde mir den Verantwortlichen zur Brust nehmen. So eine Schlampigkeit darf keinesfalls toleriert werden. Manchmal kann Schlampigkeit auch ganz nützlich sein. Moment mal! Später? Als ich von der Sache hörte, hatte ich zu viel Angst, um an jedem Tag noch etwas zu tun. Also wartete ich auf den nächsten Tag. Das war der 16., nicht wahr? Natürlich haben Sie und dieses lästige Kind mir Steine in den Weg gelegt. Aber warum hatte Dr. Meraktis diese Akte noch bei sich? Das war doch sehr gefährlich für ihn. Er hätte sie einfach verbrennen können. Weil er ein Feigling war. Die Akte war seine Lebensversicherung. Lebensversicherung? Meine Unterschrift in der Akte, um genau zu sein. Dadurch konnte ich ihn nicht verraten. Gegenseitig in der Hand. Aber sie hätten sie stehlen können. Können? Ist das eine neue Definition eines Beweises? Wir werden Wocki fragen. Er wird es uns sagen. Dürfte ich Sie daran erinnern, dass es sich hier um ein Kreuzverhör handelt? Es wäre besser, wenn Sie Ihre haltlosen Theorien für sich behalten. Er hat wohl recht.
Ja, aber, Aber was? Sie haben nichts zu sagen. Der Fall ist vorbei. Er war schon vorbei, als der Bengel im Park gesehen wurde. Was bringt es noch weiter, darauf rumzureiten? Moment mal! Aber dem Doktor wurde doch in die rechte Schläfe geschossen, oder? Sieht wohl so aus. Sehen wir uns noch mal einmal die Fakten an, einverstanden? Wenn der Mörder von hier aus geschossen hätte, dann würde die Kugel dem Opfer direkt in die Stirn stecken. Wie auch immer. Die Eintrittswunde befindet sich in der rechten Schläfe. Ja, wir haben die Aussage darüber gestern gehört. Zum Zeitpunkt des Schusses, zum Zeitpunkt des Schusses stand der Zeuge hier. Unmittelbar bevor die Waffe abgefeuert wurde, rief er. Das Opfer drehte den Kopf, um hinzusehen, und wurde erschossen. Aber die Aussage wurde als falsch überführt. Unser Höschenspezialist, der Stickler, hat das Verbrechen gesehen. Aber er fand sich im Norden, neben dem Mülleimer, in dem er das Höschen geworfen hat. Hätte er von dort aus gerufen, hätte die Kugel die rechte Schläfe nicht treffen können. Dummer, dummer Anwalt. Wie bitte? Erinnern Sie sich, was Sie heute Morgen zum Frühstück gegessen haben? Erinnerst du dich, Trucy? Was ist das denn für ein Blödsinn? Erinnerst du dich, Trucy? Ich trinke einmal ein Glas Milch zum Frühstück. Auf eines kommt es an. Dem Doktor wurde in die rechte Schläfe geschossen. Wenn dem so ist, kann es dafür nur eine Erklärung geben. Der Höschenbubi hat sich geirrt. Aber sein Standort ist bewiesen. Da können Sie nicht einfach sagen, er habe sich geirrt. Warum zeigen Sie uns denn nicht, Sterni? Es zeigen? Was denn? Muss ich denn alles erklären? Na schön, lassen Sie uns rekapitulieren. Wenn der Zeuge der Höschenfatzke sich im Norden befunden hat, wo hat sich dann der Schütze aufgehalten? Von welchem Ort aus hat der Mörder das Opfer erschossen? Aber warten Sie, wenn der Zeuge dort gestanden hat, wie hätte jemand dem Opfer dann in die rechte Schläfe schießen können? Hahaha, ich habe nur die Fakten dargelegt. Jetzt muss der Knabe mit der leuchtenden Stirn es uns zeigen. Wenn Sie es können, meine ich. Wokikitaki stand bei der Mördermarkierung. Westisticke stand bei der Zeugenmarkierung. Und Palmeraxis stand bei der Opfermarkierung. Hören wir uns an, was die Verteidigung zu sagen hat. Wo befand sich der Mörder, als er aufs Opfer geschossen hat? Nein, bei Mörder nicht, bei Zeuge nicht. Weil Quatsch. Weil das haben wir gestern schon gemacht. Also er stand definitiv woanders. Was bieten Sie mir denn an? Bei der derzeitigen Faktenlage können wir dieses Verbrechen im Moment nicht klären, ohne uns selbst in mancher Hinsicht zu widersprechen. Aber ich weiß warum. Der wahre Mörder hat von einem vollkommen anderen Ort aus geschossen. Wovon reden Sie da? Ich habe keinen anderen Ort gesehen. Anscheinend hat der Justice das. Wir sind ganz Ohr. Wo im Park befand sich der Mörder, als er das Opfer erschossen hat? Es ist an der Zeit, die Messlatte anzuheben und den Einsatz zu erhöhen. Hä? Die Strafen sind unschön, finden Sie nicht? Was aber wäre, wenn sie schrecklich wären? So zum Beispiel. Doppelstrafe? Möchte Stirne uns in eine neue Richtung bringen? Da muss er der Herausforderung auch gewachsen sein. Herausforderung angenommen. Jetzt kommt's drauf an. Bist du sicher, Apollo? Der Schlüssel ist die Aussage von Herrn Stickler. Wenn wir ihm glauben und wissen, wo er gestanden hat und das Opfer sich zur Seite gedreht hat, als er rief, dann gibt es nur einen Ort, an dem der Mörder hätte sein können. Der Mörder hat das Opfer von hier aus erschossen. Äh...
Achso, warte mal, ich muss ja wieder ziehen. Genau, den Nudelstand. Das hatte ich nämlich auch. Ich hätte jetzt zwar nicht Mitte gemacht, aber wenn der Silver das genau sagt, den Nudelstand hätte ich auch genommen. Ich glaube, wir schulden einer Person großen Dank. Frau Alita Tiala. Wie meinen Sie das? Dank Ihnen hatten wir die Möglichkeit, das Verbrechen nochmal zu analysieren. Und dieses Mal waren wir vorbereitet. Ja, Luna, Grüße. Wir sind hoffentlich jetzt gerade beim Finale vom zweiten Fall von Apollo Justice. Und diesmal waren wir vorbereitet. Wir wissen, dass Wesley Stickler die Wahrheit gesagt hat. Wir hätten ihm von Anfang an zuhören sollen. Wesley Stickler stand neben dem Mülleimer, als er die beiden Männer gesehen hat. Er hat gerufen, genau wie er es in seiner Aussage beschrieben hat. Das Opfer hat sich in seine Richtung gedreht. Es wurde ein Schuss abgegeben. Das Opfer wurde an der rechten Schläfe getroffen. Oh nein! Oh ja! Wohin zeigte seine rechte Schläfe in diesem Moment? Genau, in Richtung des Nudelstandes. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Das ist der Nudelstandfall, genau, ja. Sie sagen also, der Mörder war im Nudelstand? Lassen Sie uns das etwas näher beleuchten, ja? Sie sagen, der Mörder war im Nudelstand? Das würde heißen, das Opfer, Dr. Meraktis, kam in den Park und zog seinen Mörder im Karren hinter sich her. Das ist das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Ich würde sagen, man merkt es, wenn man jemanden zieht. Es gibt da eine Frage, die uns vor allem beschäftigen sollte. Warum hat er den Nudelstand überhaupt gezogen? Lassen Sie uns die Probleme doch der Reihe nach durchgehen, ja? Jemand hat sich im Stand versteckt. Wir sind bereits zu weit vorgedrungen, um über Möglichkeiten zu sprechen. Reden wir über Beweise, ja? Zeigen Sie uns einen Beweis dafür, dass jemand in dem Stand war. Kann ich das beweisen? Sie wollen einen Beweis dafür, dass sich jemand in dem Stand versteckt hat? Ich glaube, können wir. Hier ist er. Ach ja, genau. Ich weiß warum, ja. Faszinierend. Zeigen Sie uns, was Sie haben. Zeigen Sie uns einen Beweis dafür, dass sich jemand im Nudelstand versteckt hat. Die Schale, ne? Nimm das! Was meinen Sie, Staatsanwalt Gavin? Wir haben die Wahl zwischen Himmel und Hölle. Entweder ticken wir nicht ganz richtig oder Stirni. Ich frage mich, wer es wohl ist. Das sage ich dir, Shared Justice, finde ich ganz richtig. Okay. Moment. Okay, das war's nicht. Richtigen Beweis. Okay, das war Quatsch. Kartoffeln? Die Pantoffeln, ne? Ja, die Fußspuren passen doch. Waren doch die Pantoffeln noch nicht. Waren doch jetzt nicht die Sandalen, oder? Weil die hat ja die Sandalen gewechselt und ist in die Pantoffeln gestiegen. Danke. Nimm das! Ha! Ich passe doch noch ein bisschen auf, der alte Mann hier.
Die Miraktis-Klinik. Sie sind voll Farbe. Sie wurden in einem Mülleimer in der Nähe des Tatorts gefunden. Und? Ein einzelner Pantoffelabdruck wurde am Tatort gefunden. Direkt neben dem Nudelstand. Oh, und Frau Tiala, Ihr Zehenabdruck wurde in diesem Pantoffel gefunden. Mit anderen Worten, dies ist der Beweis dafür, dass Sie in dem Nudelstand waren. Allerdings wurde am Tatort nur ein Pantoffelabdruck gefunden. Kann man das ernsthaft einen Fußabdruck nennen? Sehen wir uns die Abbildung nochmal an. Ein Parkweg führt direkt neben dem Pantoffelabdruck entlang. Ein Pantoffel würde auf einem Kopfsteinpflaster keine Spuren hinterlassen. Dennoch können Sie es nicht behaupten, dass es sich hier um einen Fußabdruck handelt. Warum nicht? Sie haben einen Abdruck eines einzelnen Pantoffels. Was ist, wenn er sich auf dem Stand befand und einfach zu Boden gefallen ist? Das ist Blödsinn! Und noch etwas. Ein Nudelstand ist für gewöhnlich voll Utensilien zum Nudelkochen. Es gibt einfach keinen Platz für einen Mitfahrer. Sie haben recht. Hätte sich jemand im Stand verstecken können? Apollo, ich glaube, ich habe da etwas. Ich glaube, ich habe da einen Beweis gefunden. Um im Nudelstand Platz zu schaffen, hätten einige Dinge. Nun, Herr Justice, haben Sie einen Beweis dafür, dass sich jemand in dem Stand verstecken konnte? Ich kann eines beweisen. Jemand hat geplant, im Stand Platz zu schaffen. Ja, die... Jetzt die Schalen, ne? Die Schalen waren noch in der Klinik. Mal gucken, ob ich mich völlig blamiere. Das ist eine Nudelschale von Elduns Nudeln. Ja, und was ist damit? Wir haben gestern eine große Anzahl dieser Schalen entdeckt. In der Eingangshalle der Miraktis-Klinik. Eine große Anzahl Nudelschalen in der Klinik des Opfers? Herr Eldun war sich absolut sicher, was seine Schalen angeht. Nun, mir ist egal, wer es war. Ohne diesen Stand bin ich ruiniert. Meine gesamten Nudelschalen waren auch drin. Aber die Schalen wurden herausgenommen. In jener Nacht war also Platz im Nudelstand. Und dieser Platz wurde in der Nähe der Miraktis-Klinik geschaffen. Und zwar genau in der Zeit, als Sie dort waren, Frau Elita. Terida. Stopp! Jetzt reicht es mir aber mit diesen wilden Fantasien. Nein, nicht Fantasien. Das sind noch schlimmere Lügengeschichten, als sie der verzogene Bengel dort erzählt. Ich möchte die Zeugin hiermit an ihren derzeitigen Status erinnern. Das Gericht sieht sie nicht als unschuldig an. Zeigen Sie mir einen Menschen, der unschuldig ist. Dann zeige ich Ihnen ein Märchen. Wie dem auch sei. Die Verteidigung hat jedenfalls recht. Die Zeugin hatte ein Motiv und die Gelegenheit, Dr. Miraktis umzubringen. Noch mehr Märchen. Dieser ganze Prozess ist ein einziges Märchen. Dann holen Sie uns doch bitte wieder in die Realität zurück, Frau Tiala. Ich gebe Ihnen noch eine letzte Chance, sich zu erklären. Das ist es. Warum hat Dr. Miraktis in jener Nacht den Stand gezogen? Und was hatte Alita Tiala darin zu suchen? Höchste Zeit, diesen Fall auf den Grund zu gehen. So, dann wollen wir noch mal gucken. An jenem Abend bin ich zu Dr. Miraktis gegangen, um die Patientenakte zu erbitten. Ich hatte nie die Absicht, die Akte in die Hände der Kitakis fallen zu lassen. Aber Dr. Miraktis hat das nicht verstanden. Irgendwie dachte er, die Kitakis hätten mich geschickt. Also gab ich auf und ging nach Hause. Ich hatte ja nur mit ihm geredet. Sie wussten über die verfuschte Operation Bescheid, also versuchten sie, die Akte zu vernichten, um sich selbst aus der Affäre zu ziehen. Ich gedenke nicht, es abzustreiten. Und ich hatte den guten Doktor gewarnt. Ich hatte ihm eine Chance gegeben. Ich sagte ihm, dieser Bengel hätte die Ergebnisse seines Untersuchungsbefunds gelesen. Und er würde kommen, um die Angelegenheit zu regeln. Verstehe. Also gut, Herr Justice. Fangen Sie mit dem Kreuzverhör an. Ja, euer Ehren. Das ist die letzte Aussage. Okay, das ist das Finale. Okay. Entweder sehe ich die Wahrheit oder es ist aus. Machen wir doch erstmal ein Safe, ne?
Darf ich nicht? Ich möchte gerne safen. Doch, darf ich. So. So, das Finale. Okay. Ging ja doch noch schneller, als ich dachte. So, wir machen das Übliche. Wir gehen hier erstmal 70 Mal auf den Nerv. Sie wollten die Akte also stehlen. Haben Sie nicht zugehört? Ich sagte, ich bat ihn um die Akte. Das Opfer war ein gesunder Mann. Ich wüsste nicht, wie Sie ihn hätten zwingen können. Richtig. Das wäre ohne Pistole unmöglich gewesen. Aber wenn sie eine Pistole hatte. Ich gebe zu, dass ich die Akte haben wollte, das stimmt. Meine Gründe waren einfach. Moment mal! Es wäre ein Dämpfer für ihre Hochzeitspläne gewesen. Nicht nur das. Hätten die Kitakis diese Unterlagen in die Hände bekommen, würde ich jetzt wahrscheinlich zusammen mit Dr. Meraktis den Nudelstand im Himmel ziehen. Anscheinend saß unsere Zeugin auch in der Klemme. Wer möchte schon beim Ziehen eines Nudelstands sterben? Wenn ich sterbe, dann bitte, indem ich bei einer Zaubervorführung verschwinde. Könntest du bitte versuchen, weniger morbide zu sein? Sie verstehen also, dass ich diese Patientenakte brauchte. Moment mal! Er hat es nicht verstanden. Er wollte mir einfach nicht zuhören. In dem Augenblick, als er mich gesehen hat, fing er an zu zittern. Ha, dachte ich, was für ein jämmerlicher Mann. Hör bitte mit dem Lächeln auf, es ist unheimlich. Er wirkte völlig entgeistert. Gut, du bist ja auch ein bisschen Schizio im Kopf, ne? Moment mal! Sie hätten sie geschickt? Er dachte, die Kitakis hätten mich geschickt, die Patientenakte zu holen. Das klingt plausibel. Sie sind schließlich die Verlobte von ihrem Sohn. Die Kitakis mich schicken? Das ist nicht ihre Art. Hätten sie von der Akte gewusst, wären sie dort mit Gewehrfeuer eingelaufen. Aber ich konnte den zitternden Doktor nicht davon überzeugen. Also, du gabst bestimmt nicht auf. Moment mal! Also, definitiv nicht. Wäre das wirklich alles, was passiert ist? Was hatten dann all diese Nudelschalen dort zu suchen? Woher soll ich das wissen? Als ich gegangen bin, waren keine Schalen da. Das weiß ich. Warum lassen Sie mich denn nicht in Frieden und suchen den Mörder woanders? Höre ich da etwa Unsicherheit heraus? Das ist meine letzte Chance. Apollo, hattest du die Rückmeldung von deinem Armband? Ja, tatsächlich. Ich konnte fühlen, dass es reagiert hat. Ich konnte nichts sehen. Es hängt von dir ab, Apollo. Zeit, die Wahrheit zu sehen. Hier kommt Justice. Das ist sein absoluter Lieblingsspruch, ne? So, also. Völliger Blödsinn ist der letzte. Der ist völliger Mumpitz. Weil, wenn nichts passiert wäre, wäre das nicht unbedingt der spannendste Fall. Ich würde sagen, wir zimmern. So, jetzt habe ich auch nichts mehr zu trinken. Wollte das einfach nur mal sagen. Armer Let's Player, geht da trinken aus. So, auf geht's. So. So. So, was haben wir denn? Aha. Sie spielt am Schal rum. Mal gucken, wann spielst du denn dann rum? Wir haben sie. So, dann erzähl mal ein bisschen. Ich hatte ja nur mit ihm geredet. Und gelogen. Was? Beweisen Sie mir das! Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich komme der Sache wohl näher. Eine kleine Unsicherheit und alles wird preisgegeben. Der Beweis sind Sie, Frau Thiala. Ich hatte nur mit ihm geredet, behaupten Sie. Trotzdem können Sie Ihren nervösen Tick bei diesen Worten nicht verbergen. Mein Tick? Wovon reden Sie überhaupt? Sie haben den Tick, sich in der Nähe Ihres Schals am Hals zu kratzen.
Was? Das klappt ja besser, als ich dachte. Ihre unbewussten Handlungen sagen die Wahrheit, die sie uns nicht erzählen möchte. Ticks und Lügen, zwei Punkte. Verbinde die Punkte und finde die Wahrheit. Sehen Sie mich nicht so an. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Wenn Sie sich daran erinnern, was im Sprechzimmer passierte, können Sie anscheinend die Hände nicht von Ihrem Hals lassen, nicht wahr? Es scheint, dass nervöse Ticks unbewusste Reaktionen sind, die sichtbar werden, wenn jemand versucht, etwas zu verbergen. Sie können sich nicht hinter Ihrem Schal verstecken, Frau Tiala. Im Sprechzimmer der Meraktis-Klinik ist zwischen dem Opfer und Ihnen etwas vorgefallen. Und ich kann beweisen, was genau passiert ist. Ach, das ist jetzt wahrscheinlich genau. Das ist jetzt... Dann ist das doch keine Farbe. Dann ist das Blut, oder was? Oder? Dann ist das tatsächlich Blut, ne? Nimm das! Was ist das? Sie fassen sich wieder an ihren Schal. An dieser Lampe ist etwas komisch. Die Glühbirne ist zerbrochen. Und auf dem Kabel ist ein roter Fleck. Hm. So wie sie ihren Hals verstecken. Ach, das ist ihre Macke. Ist geil. Kein Blut? Kein Blut? Aber es ist doch bestimmt irgendwas, was unter dem Schal ist, oder nicht? Das ist doch jetzt der Gag. Habe ich eine plausible Erklärung für den Zustand der Lampe? Spucken Sie es aus. Dieses Gerede und den heißen Brei macht mich wahnsinnig. Also gut. Die Antwort ist einfach, Frau Alita Tiala. Bitte entfernen Sie Ihren Schal. Ick! So, haben wir sie? Natürlich noch nicht. Das hier ist ein Prozess, der die Ereignisse im Park aufklären soll. Aber anscheinend schweifen wir immer weiter vom Ziel ab. Wir werden bald herausfinden, wohin die Reise geht. Sobald die Zeugin ihren Schal entfernt hat. Das werde ich nicht tun. Das ist ja verrückt. Ich bin eine neutrale Person. Sie können mir nicht befehlen, meine Kleidung auszuziehen. Frau Tiala? Ich befürchte, Sie vergessen, was bereits bewiesen wurde. Wie bitte? Sie sind wohl kaum neutral. Entfernen Sie bitte Ihren Schal. Nein! Nein! Ich wusste es. Ich hatte also recht, Frau Tiala. Frau Alita Tiala. Ihr Hals! Das ist doch nicht das, wonach es aussieht. An jenem Abend hat es in der Meraktis-Klinik einen Vorfall gegeben. Sie wollten die Akte um jeden Preis zurückhaben. Auch wenn sie dafür die Pistole ihres Verlobten stehlen mussten. Aber warten Sie! Wenn ich mir den Hals der Zeugin ansehe, sieht es so aus, als wäre genau das Gegenteil passiert. Richtig! Das Opfer an jenem Abend in der Klinik war diese Zeugin. Genau genommen. Sie haben versucht, Dr. Meraktis zu drohen und er hat sie angegriffen. Das ist an jedem Abend in der Meraktis-Klinik passiert. Okay, soweit, so gut. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Kann mir bitte jemand erklären, was wirklich vorgefallen ist? Ich habe Ihnen die Wahrheit schon erzählt. An jedem Abend ging ich zur Klinik, um Dr. Meraktis zu warnen. Dieser Gangster weiß alles. Er ist hinter Ihnen her. Sieht so aus, als hätte meine Klinik den letzten Patienten behandelt. Wir müssen diese Patientenakten vernichten. Diese Patientenakte vernichten. Schnell, öffnen Sie Ihren Safe. Geben Sie sie mir. Damit Sie Ihre eigene Haut retten können? Wie bitte? Ich weiß, was Sie vorhaben. Sie wollen doch in die Familie reinkommen. Und wenn Sie die Akte sehen, sind Sie erledigt. Und ich ziehe den Kürzeren. Aber wenn ich untergehe, dann nicht alleine, sondern mit ihm. Und was passierte dann? Er stürzte sich auf mich und schlug mich zu Boden. Dann nahm er dieses Kabel. Paul Meraktis meinte es ernst, todernst. Er versuchte wirklich, mich zu erwürgen.
Ich muss bewusstlos geworden sein. Okay. Also, waren Sie das Opfer? Wobei ich jetzt mal schon wieder natürlich die Meckerei Nummer 1 mache. Der wird doch jetzt in Anführungszeichen nicht die bewusstlos liegen gelassen haben, weil der ist ja nun mal Arzt. Der weiß, wann jemand bewusstlos oder tot ist. Also, Ninja. Und der rote Fleck auf dem Kabel? War Ihr Lippenstift? Ah. Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich möchte mich nicht an jeden Abend erinnern. Deshalb habe ich Ihnen auch nichts davon erzählt. Nun, sind Sie jetzt zufrieden? Ich war bewusstlos, fast tot. Und Sie behaupten, ich hätte mich dann im Nudelstand versteckt? Aber wie sollte ich? Ah! Nun, eine Sache ist klar. Wir sehen jetzt, was in der Meraktis-Klinik vorgefallen ist. Unser Opfer selbst war nicht ganz ohne Schuld. Es tut mir leid. Ich werde schon beim Gedanken daran ganz nervös und kriege kaum Luft. Ich habe Ihnen alles erzählt. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Nein, kannst du bestimmt nicht. Sie sind vor einigen Ereignisse jenes Tages mitverantwortlich, das steht fest. Wenn Sie doch auch noch Opfer waren, sollte das Gericht Ihnen gegenüber Verständnis zeigen. Nun, Herr Justice, ich bin der Meinung, dass dies die offenen Fragen bezüglich Frau Thiala klärt. Wann ist das passiert? Plötzlich stehen alle auf Ihrer Seite. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll, Apollo. Ich meine, war's das? Wissen wir schon alles Nötige über Frau Thiala? Also gut, damit ist das Kreuzfeuer für diesen Fall beendet. Er sieht das nicht so. Hey. Nicht so eilig. Die Party fängt ja doch jetzt erst an. Jetzt wird gerockt. Was? Diese Stacheln auf Ihrem Kopf sind weicher, als Sie aussehen. Oder haben Sie etwa nicht den Mumm, es zu Ende zu bringen? Staatsanwalt Gavin? Palmaraktis wirkte Alita Thiala. Sie wurde bewusstlos. Aber was geschah danach? Er hat recht. Das ist noch mehr, was wir nicht wissen. Aber sie wurde lang genug gewürgt, um dieses Mal zu hinterlassen? Achso, dieses Mal für... Ja, gut, ich verstehe, okay. Sie muss eine ganze Weile außer Gefecht gewesen sein. Und wenn sie doch im Nudelstand war? Alita Thiala, halb tot. Dr. Meraktis zieht den Stand. Und eine Kugel, die vom Inneren des Nudelstands aus abgefeuert wurde. Und wenn das alles wahr ist? Vielleicht haben wir schon alles herausgefunden, was an jedem Abend passiert ist. Frau Thiala, wie Sie sehen, sind wir mit Ihnen noch nicht fertig. Sie wollen mich wirklich für diesen Mord verantwortlich machen, ha? Nicht wahr? Auch Sie, Staatsanwalt Gavin? Ich? Ich bitte Sie, Miss. Ich möchte nur die Wahrheit erfahren. Nun, dann rekapitulieren wir, was wir bereits herausgefunden haben. An dem Tag des Mordes bekam Wocky die Unterlagen über seinen Untersuchungsbefund. Dadurch erfuhr er, dass sich die Kugel immer noch in seiner Brust befand. Also nahm er eine Pistole der Familie, um Dr. Meraktis Ektas und seine eigene Medizin zu verabreichen. Und Frau Thiala erfuhr durch Wocky davon. Also ging sie noch vor ihm zur Meraktis-Klinik, um die Patientenakte mit ihrer Unterschrift beiseite zu schaffen. Aber dann passierte etwas. Hört sich an, als hätten Sie alles herausgefunden. Aber bedenken Sie bitte, ich war das Opfer. Ich war bewusstlos. Aber was war mit Dr. Meraktis? Das ist wohl augenscheinlich das Problem. Er hat Alita Thiala gewürgt und seiner Meinung nach wohl auch erwürgt. Was hat er nach dieser Tat unternommen? Ich war nur bewusstlos, nicht tot. Wenn wir den Zustand der Klinik und des Tatorts im Karg betrachten, halte ich es für offensichtlich, was der gute Doktor als nächstes getan hat. Nun, Stirny, wollen Sie raten? Nun, Herr Justice, was hat Dr. Meraktis getan? Vielleicht dachte er, er hätte Alita Thiala umgebracht. Kann ich beweisen, was er als nächstes getan hat? Ja, wahrscheinlich hat er sich jetzt in den Nudelstand gegriffen. Ich meine, den hat er ja sowieso gehabt. Komm, wir nehmen mal den Nudelstand.
Der nächste Schritt von Dr. Beractus war es, den Nudelstand von Guy Al-Dun zu stehlen. Was? Mich zu ermorden hat ihm solche Probleme gemacht? So sehr, dass er aufs Geradewohl einen Nudelstand geklaut hat? Nicht völlig aufs Geradewohl. Erinnern Sie sich an die vielen Schalen in der Klinik? Also er hat das Ding leergeräumt, okay. Schalen, die in den Nudelstand gehörten? Der Stand war bei der Klinik. Aber warum wurden all die Schalen herausgenommen? Vielleicht, weil der Stand so schwer war? Oder weil er etwas an ihrer Stelle transportieren wollte? Ah, Moment. Sie behaupten noch nicht. Doch. Dr. Beractus ersetzte die Schalen mit etwas. Mit ihrer Leiche, Frau Tiala. Alles klar, aber er hätte doch... Also, ich bleib dabei. Der ist ja nun... Ich meine, der mag kein guter Arzt gewesen sein, aber... Der hätte doch wissen müssen, ob tot oder nicht tot. Naja, gut. Aber jetzt verstehe ich jedenfalls die Logik. Mit mir? Dr. Beractus geriet in Panik. Er dachte, er hätte sie umgebracht. Sein nächster Schritt wäre die Entsorgung der Leiche gewesen. Verrücktes Geschwätz, sie sind alle durchgeknallt. Dann sollten wir das Ganze durchdenken. Logisch. Der Doktor hatte einen Ort vor Augen, an dem er sie entsorgen wollte. Aber auf seinem Weg dorthin kam er nur dem Angeklagten Woki Kitaki begegnet sein. Ich bezweifle ihre Logik. Warum denn, Staatsanwalt Gavin? Der Park war eine Sackgasse. Warum sollte er in diese Richtung gehen? Stimmt. Er hatte keinen Grund, dorthin zu gehen. Oh, jetzt weiß ich es. Das war ein Trick. Dieser verzogene Bengel hat ihn gezwungen, den Stand zu stehlen. Sagen Sie mir, warum sollte jemand in eine Sackgasse gehen? Eigentlich nur, wenn der Park auch das Ziel war. Was? Anscheinend hat die Verteidigung eine Idee. Sagen Sie uns, wohin Dr. Beractus mit dem Stand unterwegs war. Zeigen Sie uns auf der Abbildung. Ja, höchstwahrscheinlich, in den See. Oder in den Fluss. Weg mit der Leiche halt. Dort? Da ist ein Fluss. Ja, euer Ehren. Ich brauche wohl kaum erklären, warum. Ein perfekter Ort, um eine Leiche zu entsorgen. Er wollte mich in diesen Fluss werfen? Ihm blieben nicht viele andere Möglichkeiten, Miss. Ich denke, das klärt alle offenen Fragen. Das Opfer, das den Stand gezogen hat, und der Angeklagte vor ihm. Und im Stand sie, Frau Alita Tiala. Aha. Und dann der Rest der Geschichte. Wesley Stickler, der berühmte Höschenjäger, taucht auf. Er sieht die beiden Männer und ruft, genau in den Mund, als das Opfer erschossen wird. Genau, bumm. Aber warum hat man... Auch das ist zum Beispiel, ich meine, der... Wieso hat er die Waffe da gelassen? Aber gut, ist... Okay. Also, habe ich ihn erschossen? Sie waren die Einzige, die Wokis Pistole gestohlen haben konnte. Sie müssen es gewesen sein. Nun, Frau Tiala. Gute Arbeit. Sie meinen also, ich habe recht? Ich meine, Sie haben sich da eine schöne Geschichte zurechtgeträumt, um den Kopf dieses verzogenen Bengels aus der Schlinge zu ziehen. Sie sind hier diejenige, die träumt. Apollo hat alles, was er gesagt hat, mit Fakten belegt. Wenn Sie so sicher sind, dass er alles erfunden hat, dann sagen Sie einen anderen Grund. Warum hat Dr. Beractus den Stand durch den Park gezogen? Wer kann das schon wissen? Aber in Ihrer Logik befindet sich eine große Lücke. Ich denke, Staatsanwalt Gavin weiß, wovon ich rede. Wovon? Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch versucht, alles zu leugnen. Stimmt das, Staatsanwalt Gavin? Muss ich immer derjenige sein, der auf seine Fehler hinweist? Ach, vielleicht ist doch was dran. Ich glaube, die Miss spricht von Auto des Doktors. Sein Auto? Das stimmt. Die Beractus Klinik hat eine große Garage. Darin parkte ein grüner Sportwagen, richtig? Warum sollte er den Stand überhaupt klauen? Wenn er eine Leiche transportieren wollte, hätte er sein Auto dazu benutzt. Ah,
Und somit hatte unser Opfer keinen plausiblen Grund, den Stand zu stehlen. Und unsere Verteidigung hat keinen Fall. Ich habe eine Idee. Kennen Sie das grüne Auto? Ich wette, es konnte nicht fahren. Es war kaputt. Wahrlich ein exzellentes Gegenargument, Miss. Zu schade, dass du falsch liegst. Erzähl mir bloß nicht, dass du die Sache mit deinem Papa vergessen hast. Paps? Das stimmt. Das Auto, das Herrn Wright an jedem Abend angefahren hat, war dieser grüne Sportwagen. Was? Anschließend fuhr es in die Garage zurück. Der Wagen fuhr ausgezeichnet. Das ist richtig. Warum hat er denn also nicht seinen heißgeliebten Sportwagen benutzt, ha? Ein großer Widerspruch. So viel steht fest. Ein noch größerer als Ihre Stirn. Nein! Nein! Okay. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Nun, Herr Justice? Warum benutzte Dr. Mankus nicht sein Auto, um die Leiche zu transportieren? Hör ich da etwa eine geächtete Kapitulation? Mein Rat, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, alles zu sagen, was Sie wissen. Alles. Was Sie den letzten beiden Tagen herausgefunden haben. Alles, was ich herausgefunden habe? Herr Justice, dieser Widerspruch wirft Zweifel auf Ihren kompletten Fall. Das ist wirklich Ihre letzte Chance. Die Verteidigung wird uns schildern, was in jener Nacht vorgefallen ist. Also ein anderer stahl den Stand. Nein, garantiert nicht, das war er selber. Die Leiche war nicht im Auto, sondern die war logischerweise im Nudelstand. Also. Ach, ich weiß warum! 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 Es ist das, was wir rausgefunden haben. Ja, sicher. Sicher. Herr Stiegler, Sie haben mir einen tollen Gefallen getan. Ja, ich hab es. Ich hab es. Ich bin doch nicht so doof, wie ich aussehe. Ja, ich habe auch den Grund. Ich habe eine Idee. Es passt alles zusammen. An jenem Abend konnte Dr. Meraktis sein Auto nicht benutzen. Bah, jetzt ergibt Ihr Gerede noch weniger Sinn als sonst. Nicht nach meinen Informationen, Frau Tiala. Zählt mal eins und eins zusammen, ist eine Erklärung ganz einfach. Wenn das so einfach ist, können Sie uns dann nicht Beweise zeigen? Beweisen Sie uns, dass das Auto an jedem Abend nicht fahren konnte. Bup. Das Höschen. Der Auspuff. Höschen? Schon wieder? Sagen Sie mal, Herr Justice, Sie sind jetzt kein Perverser oder so. Ich frage jetzt mal so. Alles möglich kommt aus meinem Höschen. Das ist so falsch. Das ist so falsch. Sogar die Wahrheit. In der Mordnacht wurde noch ein anderes Verbrechen begangen. Der Diebstahl dieses Höschens, genau genommen der letzte in einer Serie ähnlicher Fälle. Aber an jedem Abend wurde der Dieb auf frischer Tat ertappt. Ein tapferes junges Mädchen verfolgte den Dieb, bis er sich versteckte. Und zwar in der Garage der Meraktis-Klinik. Was? Der Jäger versteckte das Höschen dort, bevor er floh. Vielleicht erinnert sich ja jemand an dieses Gericht. Wo er es versteckt hatte. Warum? Wurde es nicht im Auspuff des Autos gefunden? Genau. Gestern habe ich noch etwas anderes erfahren. Eine sehr wichtige Sache. Und die habe ich von Ihnen erfahren, Staatsanwalt Gavin. Sie ermitteln also hier? Und ich war auf dem Weg nach Hause. Da hat meine Maschine hier den Geist aufgegeben. Ihre Maschine? Mein Motorrad springt nicht weiter an. Ein verstopfter Auspuff. Zu dumm. Dabei ist es so ein schönes Motorrad. Kaum zu glauben, dass es so einfach kaputt gehen kann. Autos, Motorräder, ist doch alles dasselbe. Wenn man den Auspuff verstopft, fahren sie nicht. Wie interessant. Während Frau Tiala und der Doktor miteinander gekämpft haben, hat sich der Höschenjäger in die Meraktis-Garage geschlichen. Von diesem Zeitpunkt an, bis wir das Höschen gefunden haben, konnte das Auto nicht anspringen. Was? Deshalb musste Dr. Meraktis den Nudelstand benutzen.
Der Stand war das, was ihm als nächstes einfiel. Nun, Frau Tiala, ich denke, das dürfte Ihre Zweifel beiseite geräumt haben. Das tut es. Kommt jetzt die Wahrheit oder zieht sie jetzt voll eine Show ab? Wo? Wo bin ich? So dunkel, kann nicht sehen, so eng. Die Schmerzen, meine Kehle brennt. Was ist das Problem? Du, Doc, ich weiß, was du getan hast. Okay. Du hast mich angelogen und du weißt, was ich nun tun werde. Ich werde dir etwas von deiner eigenen Medizin verabreichen, Alter. Warten Sie, lassen Sie mich erklären. Gut, ich gewähre dir deinen letzten Wunsch. Hören Sie gut zu, Sie wurden ausgetrickst, aber nicht so, wie Sie denken. Es war nicht nur ich. Nein! Er wird alles zerstören. Ich muss ihn stoppen. Sofort aufhören, ihr beiden! Die dramatischen Pausen sind klasse. Wird aber tatsächlich eine 3-Stunden-Folge, glaube ich, ne? Tja, so sollte es eigentlich nicht ablaufen. Nun gut, zu schade. Es gibt immer noch ein Geheimnis. Wie konnten Sie aus dem Stand verschwinden? In der Stille nach dem Schuss hörte ich den Zeugen wegrennen. Ich glaube, das haben wir auch von Wesley Stickler gehört. Er lief zu seiner Telefonzelle, um die Polizei zu rufen, zu informieren. Das war der Zeitpunkt, an dem ich verschwunden bin. Das war der Zeitpunkt, an dem Sie den Abdruck mit den Pantoffeln hinterlassen haben. Dr. Meraktus hatte sich nicht viel Mühe gemacht, mir die Pantoffeln auszuziehen. Ich habe sie weggeworfen, nachdem ich in die Farbe getreten bin. Das war Ihr Fehler. Nein, mein größter Fehler war, Sie um Hilfe zu bitten, Herr Justice. Hm? Ich habe Ihnen vertraut. Ihnen und Ihrer Alles-Agentur. Sollte jemand Wocki für schuldig erklärt bekommen, dann Sie. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber... Ich denke, wir sind zu einer Art Schluss gekommen. Staatsanwalt Gavin, wie geht es Frau Alita Tiala? Sie hat alles gestanden. Ich habe ihre Festnahme veranlasst. Staatsanwalt Gavin wirkt gelassen für jemanden, der gerade verloren hat. Ich glaube, er wusste es schon. Er wird schon vor einer Weile herausgefunden haben, dass sie die Mörderin war. Mein Rat, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, alles zu sagen, was Sie wissen. Alles, was Sie in den letzten beiden Tagen herausgefunden haben. Er hat verloren. Aber ich habe auch nicht gewonnen. Ist noch was, Stirni? So wie es aussieht, ist der Zeitpunkt gekommen, mein Urteil zu verkünden. Nicht schuldig! Wie sie ausflippen. Das Gericht zieht sich zurück. Juni 16:12 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Großartig, Apollo. Du hast es geschafft. Ja, das haben wir. Irgendwie. Wocki ist frei und kann der Gangster werden, der er schon immer sein wollte. Und er wird dir dafür... Ey, Rechtsverdreher! Du wirst dafür bezahlen, was du meiner Alita angetan hast, Hombre. Oder dich dafür verantwortlich machen, schätze ich. Bring mir sofort meine Alita zurück. Du dämlicher, holzköpfiger, todessüchtiger Anwaltskopf. Genug, Wocki. Ah, Herr Kitaki. Es ist wirklich höchste Zeit, dass du die Augen aufmachst, Wocki. Was weißt du schon, alter Mann? Ich denke, es ist höchste Zeit, dass du deine aufmachst. Du gibst das Leben auf und versuchst, so ein spießiger Geschäftsmann zu werden. Rede nicht über Dinge, die du nicht verstehst, Wocki. Ich befürchte, der Wachmann wird gleich beide rauswerfen. Wenn nicht sogar ins Gefängnis. Das wäre ein schönes Ende. Hey, vielleicht können wir ihnen helfen. Wir wissen, warum die Kitakis so viel Geld brauchen. Lass es uns Wocki sagen. Oh, Wocki. Apollo möchte ihnen was sagen. Huch, wirklich ich?
nicht so in Verlegenheit zu bringen. Hä? Was ist denn los? Zeige ihm den Grund dafür, Apollo. Warum versucht Herr Gitaki, ein Geschäftsmann zu werden? Ja, wahrscheinlich für die Operation, vermute ich mal. Hallo? Denken Sie darüber nach, Woki. Denken Sie an Ihren Zustand. Ich habe gestern mit Little Plum, Ihrer Mutter, gesprochen. Das tut es. Aber im Moment brauchen wir viel Geld. Sauberes Geld, meine ich. Sie meint doch nicht. Du sagst nicht etwa, oder? Ich habe in der ganzen Welt gesucht. Und ich habe ihn gefunden. Ein Arzt, der deine Kugel rausoperieren kann, Woki. Aber es ist ein teures Unterfangen. Mann. Aber du hast doch Berge von Asche, oder? Ich werde es nicht verwenden. Das Gangsterleben hat dir das angetan, Woki. Ich möchte dir helfen, und zwar auf saubere Art. Bitte verstehe das, Woki. Papa! Mann, ich verstehe warum, alter Mann. Immer auf der Suche nach... Woki? Hör gut zu, alter Mann. Eines Tages werde ich dich erledigen und dir zeigen, was zum wahrer Gangster es ist. Auch wenn du dich hinter deinem Anzug versteckst, werde ich dich finden. Komischer alter Kauz. Mensch, Woki. Nein, es ist schon so, wie es sein soll. Herr Kitaki, er war mir ohne diesen Hundeblick lieber. Ich bin froh, Sie kennengelernt zu haben. Ich bin kein großer Redner. Aber ich erkenne sofort jemanden, wenn es jemanden drauf hat. Ich danke Ihnen. Wem? Mir? Ich denke nicht. Eines Tages backe ich Ihnen unseren Hit, den Kitaki Zitronenkuchen. Er macht eine Konditorei auf? Bis dann. Und er war verschwunden. Komm, wir gehen, Apollo. Zurück zur Allesagentur Wright. Hey, seit wann arbeite ich in deiner Agentur? Wir sind ein gutes Team. Steh nicht so rum. Lass uns gehen. Hey, warum nicht? Sie hat mir wirklich geholfen. Und es gibt immer noch ein paar Fragen, die beantwortet werden müssen. Zum Beispiel diese Kraft von mir, die sie mir gezeigt hat. Und mein Armband. Nur sie kann mir dabei helfen, das herauszufinden. Obwohl ich nicht behaupten kann, mit ihrem Vater viel anfangen zu können. Oh, richtig. Wir müssen erst woanders hin. Huch, wohin? Nun, die Belohnung von Herr Aldun wartet auf uns. Ach, salzige Nudeln, richtig. Hat er seinen Stand schon wieder zurückbekommen? Oh, und danach kannst du dir meine Show ansehen. Mit einem besonderen Auftritt des unglaublichen Herrn Hut. Oh, es ist wirklich besonders. Bitte, alles nur das nicht. Jawohl, wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Ich möchte den aktuellen Fortschritt speichern. Ach, wir haben nur 10 Save-Punkte? Na gut. Dann nehmen wir halt den ersten wieder. Wunderbar. Wunderbar. So. Bevor wir zur nächsten Episode kommen, ist hier ein wunderbarer Cut. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ich bin euer Mr. Venom 1970 und es geht mit Sicherheit zügig mit Fall 3 weiter. Bis dann.